Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung zur heutigen Abendveranstaltung Klimaschutz und Mobilität für alle, wo es um den Klimaschutzbeitrag des Berliner Radverkehrsgesetzes geht. Es ist ein bisschen voll hier, was ja auch schön ist. Ich habe gerade schon die Bemerkung gehört, der Raum ist zu klein für die Menge. Das freut uns natürlich. Es tut uns auch leid, weil wir leider keinen anderen Raum hatten. Diese Kooperation ist etwas spontan zustande gekommen. Der Volksentscheid Fahrrad ist vor 14 Tagen auf uns zugekommen. Und wir sind natürlich gerne auf diese Kooperation eingegangen, weil wir gerne das Experiment Verkehrswende in Berlin aktiv begleiten, aber es ist natürlich auch einiges vielleicht so etwas improvisiert und ich bitte darüber, etwas großzügig hinwegzusehen. Der Kampf gegen den Klimawandel ist natürlich ein Kernanliegen der Heinrich-Böll-Stiftung als grüner Stiftung. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Energiewende, mit Kohleausstieg, mit Wärmewende. Die Verkehrswende ist für uns ein eher neueres Thema, obwohl natürlich aus Klimaschutzgesichtspunkten zwingend geboten. Im Verkehrssektor sind weder die Treibhausgasemissionen noch der Verkehrsverbrauch gesunken. Eine Entkopplung findet nicht statt. Das wird Ihnen wahrscheinlich im Wesentlichen bekannt sein. Und wir haben im Juni des vergangenen Jahres, also vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl, eine Veranstaltung gemacht, die hieß Grüne Mobilität für Berlin. Und wir hatten dort einige internationale Best Practices eingeladen, aber auch zahlreiche Berliner Initiativen, um Ideen zu sammeln und auszutauschen, wie Mobilität in Berlin smarter, grüner und lebensfreundlicher werden kann. Da war unter anderem auch der Volksentscheid Fahrrad dabei, aber auch andere Initiativen, die sich um mehr Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums bemüht haben oder um CO2-freien Lastenverkehr. Wir haben da Vorschläge gesammelt, weiterentwickelt und in einer Podiumsdiskussion am Schluss eine Bewertung vorgenommen, was ist realisierbar. Und das war natürlich die damalige Konstellation, also der damalige Verkehrsstaatssekretär war dabei, der VDA war auch schon dabei. Und da klang schon einiges recht hoffnungsfroh an. Zum Beispiel hat der damalige Verkehrsstaatssekretär gesagt, man könne unter den Linden autofrei ja mal nachdenken. Und der Vertreter des VDA hat interessanterweise gesagt, dass die Automobilindustrie nicht mehr am Leitbild der autogerechten Stadt festhält. Nun haben wir ja interessanterweise bei der heutigen Diskussion eine Art Neuauflage. Also es sind viele Institutionen und Organisationen wieder dabei, die damals auch dabei waren, nur die Personen haben gewechselt. Also der Verkehrsstaatssekretär ist ein neuer, der VDA hat auch jemand neuen geschickt und deswegen interessiert uns natürlich sehr, wie hat sich die Diskussion weiterentwickelt. Berlin hat inzwischen einen sehr ambitionierten Koalitionsvertrag, der Klimaschutz ernst nimmt und die Verkehrswende auch. Die Arbeit an dem neuen Mobilitätsgesetz hat schon begonnen. Und die Stimmung in der Stadt hat sich auch sehr stark geändert. Das kann man unter anderem zum Beispiel an einem Kommentar des Tagesspiegels aus dieser Woche ablesen, wo drin steht, also auf der ersten Seite, wir hätten es nicht mehr mit irgendwelchen Autohassern zu tun, die aus Liebe zum Weltklima Autofahrer drangsalieren wollen. Ich glaube, das hätte man vor einigen Jahren so noch nicht gelesen. Also Berlin bleibt ein Reallabor für die Verkehrswende und natürlich auch für die Transformation zur Klimaneutralität. Auch darauf bezieht sich ja der Koalitionsvertrag positiv und möchte damit ernst machen. Und das ist auch heute der Ausgangspunkt zur heutigen Diskussion. Also wir erleben in gewisser Weise eine Fortführung der Diskussion von vor einem Jahr mit anderen Personen. Es sind auch viele neue dazugekommen. Und wir dürfen darauf gespannt sein, wie sich das Thema weiterentwickelt hat. Ich freue mich also, dass Sie als Diskutanten hier sich bereit erklärt haben, auch teilweise relativ kurzfristig an der Diskussion teilzunehmen und möchte mich sehr herzlich bedanken beim Volksentscheid Fahrrad für diese Kooperation, für die
Diskutanten für ihre Beiträge und bei Ihnen natürlich für Ihr Interesse und auch für Ihre Geduld hier ein bisschen mit der Organisation. Und ich möchte mich auch bei meinen Kollegen vom Tagungsbüro und von der Technik bedanken, dass sie die Veranstaltung möglich gemacht haben und zu ihrem Gelingen beitragen. Also, ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Genau, ich dachte, wollte Mario und Timo nicht kurz anfangen. Genau, ich glaube, das gab es einfach. Das sind die improvisierten Sachen, über die man bitte hinwegsieht und dann übernimmt, glaube ich, einfach Mario und macht dann an der Stelle weiter. Genau. Ich bleibe jetzt trotzdem mal hier stehen, weil ich glaube, nicht so schnell hier durchkomme. Aber es gibt jetzt, was den Ablauf angeht, folgendes Programm: einen kurzen Input von Uwe Schneidemann, 10-15 Minuten, um sich dem Thema auf globaler Ebene zu nähern. Danke, ist es eigentlich. Mikro? Okay. Soll ich das nochmal wiederholen? Haben das manche nicht verstanden? Okay. Also es gibt nochmal einen Input zu Beginn von Professor Dr. Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut, um sich dem Thema auf globaler Ebene zu nähern. Danach werden wir aufs Podium gehen und circa 40 Minuten auf dem Podium diskutieren und dann auch für Fragen aus dem Publikum öffnen. Eine organisatorische Sache noch, vielleicht tragt ihr euch am Ende in die Liste ein. Ich glaube, das hatten wir noch nicht angesprochen, die da liegt. Okay. Super. Ich glaube, Mikrofon ist auch vorne, ne? Passt. Ja, dann herzlichen Dank. Oh ja, wow, das ist ja wirklich voll hier. Auch von meiner Seite. Hören Sie mich, ist da irgendwas an? Bitte? So, ja, super, wunderbar, klasse. Wow, ist ja echt voll hier, wunderbar. Also, Marion Thiemann sprach das an, was ich jetzt machen werde in den nächsten 10 Minuten über 4 Thesen, so ein Stück, die dann kommende Diskussion anzuregen. Ich bin ja jemand, der jetzt von außen kommt, der das, was hier in Berlin passiert, eigentlich auch aus der Perspektive einordnet, der nationalen, aber insbesondere auch der internationalen Klimadiskussion. Wir hatten gerade heute wieder Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung, der die Bundesregierung ja im Hinblick auf diese globalen Transformationsanliegen berät. Und haben gerade zu der Frage, was heißt eigentlich Paris 2015, das Klimaabkommen, jetzt für die Innovations-, die Infrastruktur und die Investitionsdynamik auf globalen Bereichen ein Politikpapier erarbeitet, das unser Vorsitzender Dirk Messner gerade gestern in der Außenministerkonferenz G20 vorgestellt hat. Also da so ein kleiner Einblick, wie wird diese Frage derzeit global diskutiert und was heißt das für den Blick auf Berlin? Und möchte das entlang von 4 Thesen machen. Die erste, die besagen wird, diese Dekarbonisierungsdynamik 2050 nimmt gewaltig an Fahrt auf, trotz vielleicht des einen oder anderen Rückschlags, den wir jetzt aus den USA erleben. Aber der Schwung ist gerade im Hinblick auf die Art und Weise, wie sich in Städten, wie sich in den Schlüsselsektoren darauf ausgerichtet wird, global zu beobachten. Vor dem Hintergrund ist die große Frage, nimmt Berlin eigentlich die Chance wahr, hier Vorreiterstadt auch mit gewaltiger internationaler Ausstrahlung zu werden? Sind die Klimaschutzziele dafür ambitioniert genug? Um dann in der dritten These ein paar Worte dazu zu sagen, warum hat der Verkehr im Hinblick auf diese Dekarbonisierungsdynamik eine solche Bedeutung? Und im vierten Schritt ein paar Worte dazu, warum gerade Fahrradverkehr für die Verkehrswende so eine zentrale Bedeutung hat. Also das ist der Rahmen, dass Sie wissen, was Sie da erwartet. Global ist in Paris ja als Ziel das 2-Grad-Ziel nochmal ambitionierter ausgelegt worden, 1,5 Grad als maximale Temperaturerhöhung, Zielgröße. Und das hat natürlich nochmal massive Konsequenzen im Hinblick auf die CO2-Emissionen, die in diesen nächsten 15 bis 20 Jahren überhaupt emittiert werden dürfen. Wir faktisch, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen,
dahin kommen, dass bis zum Jahr 2050 eigentlich eine komplette Dekarbonisierung aller Schlüsselsektoren erreicht sein muss. Und selbst wenn wir dieses Ziel erreichen, noch eine ganze Zeit, wie das so heißt, mit negativen Emissionen werden arbeiten müssen, das heißt, ein Großteil des CO2s dann durch aktive Senken auch aus der Atmosphäre herausholen, um dann auf lange Sicht auf das 1,5-Grad-Ziel hinauszulaufen. Und ich glaube, unabhängig, wie gesagt, auch durch einige der politischen Irritationen, die jetzt durch das Handeln der USA entstehen, ist das, was in Paris passiert ist, jetzt für ganz viele Sektoren und auch für die Politikbildungsprozesse im globalen Maßstab zu einem zentralen Kompass geworden, weil damit klar ist, es geht jetzt nicht mehr nur um die Frage, läuft es auf 3 oder 4 Grad hinaus, sondern der breite politische Wille erkennbar war, dass das vermutlich der Kompass ist und sich alle Sektoren und auch die großen politischen Einheiten gut tun, darauf einzustellen, jetzt über ihre künftigen Investitionen zum politischen Entscheidungen auf dieses 1,5-Grad-Ziel hinzusteuern. Und auch wenn man sich die Dynamiken anschaut, gerade im regenerativen Energiesektor, wo wir heute durch die Veränderung der Preisverhältnisse längst in der Situation angekommen sind, dass es eben eher eine ökonomische Frage ist, den weiteren Energieausbau über regenerative Energieträger zu machen, wird sich auch unabhängig von der konkreten Politikausgestaltung auf Bundesebene in den USA durch diese hohe Dynamik in den Bundesstaaten auch an der amerikanischen klimaorientierten Strategie gar nicht so viel verändern. Und das als Kulisse nehmend, ist es nun eine interessante Frage, was heißt das eigentlich für die Hauptstadt in dem Land, das aus der globalen Perspektive in Brennpunkt für die Frage steht, ob Klimawandel in einem hochindustrialisierten und wirtschaftlich weit entwickelten Land gelingen kann. Also sagen, Deutschland ist mit seinem Energiewendeprojekt und der Dynamik, die das in den letzten 10 Jahren genommen hat, ganz entscheidender Katalysator auch für diese globale Debatte. Der Glaubwürdigkeit und der Konsequenz der deutschen Politik kommt im internationalen Maßstab eine sehr hohe Bedeutung zu und die wird natürlich gerade durch die amerikanischen Entwicklungen noch mal stärker. Und das rückt natürlich die Hauptstadt dieses Landes noch mal ganz anders ins Zentrum. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich fast ein Stück schade, dass anders als Städte wie Zürich, die auch nach dem Paris-Abkommen dann im Dezember 2015 auch noch mal nachgesteuert haben und geschaut haben, was heißt das denn für unsere stadtbezogenen Klimaziele, dieses 1,5-Grad-Ziel, dieser Prozess ja in Berlin bisher nicht in der Konsequenz stattgefunden hat, denn da steuert man weiter letztlich auf nur 85% Reduktion bis 2050 zu, im Verkehrsbereich, in dem, wie man es rechnet, mit Maßstab Bezugsjahr 2012 sind es nur 67%. Und man sich eigentlich wünschen würde aus dem internationalen Kontext und ich glaube auch als Chance für diese Stadt, hier mit einem sehr, sehr viel ambitionierteren und damit auch zivilgesellschaftlich mobilisierenden Programm an den Start zu gehen. Also ich glaube, das wäre für die Wahrnehmung Berlins, auch die Attraktivität dieser Stadt, hier ambitioniert voranzugehen, im internationalen Maßstab eine gewaltige Chance. Zumal die Stadt ja nicht nur durch ihre besondere Rolle im deutschen Kontext, sondern auch durch ihre ganz konkrete Wirtschaftsstruktur, auch die, da werden wir heute noch drauf kommen, die Stadt-Umland-Kopplung ganz besondere Potenziale hätte, hier auch ein sehr engagiertes Programm voranzutreiben. Ich lasse das einfach mal so stehen. Das wird sicher auch gleich in der Podiumsdiskussion dann auch noch den einen oder anderen Widerspruch auslösen. Und dann können wir das sehr gern vertiefen. Wenn wir nun diese Schlüsselrolle Berlins in der Verkehrswende nehmen, in der Energiewende nehmen, ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass die Verkehrswende, weil sie eben in einer ganz anderen Intensität und Plastizität fassbar wird für Bürgerinnen und Bürger und wir gerade in dem Verkehrsthema nach Jahrzehnten der Stagnation derzeit sowohl durch das zivilgesellschaftliche Engagement, durch den Wertewandel, den wir gerade in der jungen urbanen Bevölkerung erleben, und durch die ganz neue Dimension technologischer Möglichkeiten eine Aufbruchstimmung haben,
die vielen, die längst das Verkehrsthema verloren glaubten, den Optimismus stärkt, dass selbst in einem solchen Sektor massiver und radikaler Wandel möglich ist. Das heißt, trotz der nur gut 20% an den Gesamt-CO2-Emissionen ist das von der Symbolkraft her und von der Mobilisierungskraft ist der Verkehrssektor einer, der eine Schlüsselbedeutung hat und wo in der im Hinblick auf die Frage nach Umsteuern in Klimaneutralität das Thema Modalsplit und Modalsplit-Verschiebung eine ganz zentrale Rolle spielt, dann flankiert wird über all das, was wir im heutigen Automobilenverkehr über die neuen Möglichkeiten von Sharing und sicher bald auch in hoher Intensität im Hinblick auf das autonome Fahren erleben werden. Und dann rundet sich das dann technologisch für das, was dann bleibt an automobiler Mobilität über die ganz neue Dynamik in der Elektromobilität, insbesondere wie sie jetzt angetriggert wird durch die Entwicklungen in Kalifornien, aber insbesondere auch in China und den dort jetzt bald greifenden Elektromobilitätsquoten, die natürlich nochmal eine erhebliche Anreizkulisse auch für die deutsche Automobilindustrie auslösen. Aber Herr Koster, werden Sie vermutlich auch gleich in der Podiumsdiskussion nochmal einiges sagen. Also Modalsplit ist aber sozusagen der Kernhebel für die Verkehrswende und damit komme ich zum vierten und letzten Punkt. Und in dieser Modalsplit-Verschiebung kommt dem Fahrradverkehr eben deswegen eine solche Schlüsselbedeutung zu, weil das eben der Shift in den Fahrradverkehr mit sehr, sehr vielen Co-Benefits für urbane Lebensqualität verbunden ist. Nicht nur im Hinblick auf die individuelle Gesundheit derjenigen, die selber Rad fahren, sondern wenn wir zu Verkehrsstrukturen kommen, die radfreundlich sind, auch insgesamt für die Lebensqualität in der Stadt. Hier sich in besonderer Weise zeigt, dass die Frage Verschiebung Modalsplit eben auch eine Diskussion über die Frage der Nutzung urbaner Flächen ist. Und ich glaube, mit dem Verschieben der urbanen Flächennutzung überhaupt ein Gefühl dafür entsteht, was weitgehend Auto- und insbesondere Parkplatz- und Stehplatzfreie Städte an neuer urbaner Lebensqualität ermöglichen. Also auch diesen Blick dafür, was autogerechte Städte eigentlich gemacht haben mit Raumnutzung, wird über diesen Shift zum Fahrradverkehr sehr deutlich. Und ich meine, dafür steht natürlich auch hier die Radverkehrsinitiative, sich gerade am Radverkehr in den letzten Jahren völlig neue Formen auch des zivilgesellschaftlichen Engagements, einer auf Themen bezogenen Repolitisierung zeigen, die, glaube ich, auch für die politische und die bürgerschaftliche Engagementkultur in den Städten von zentraler Bedeutung sind. Denken Sie an solche Initiativen wie Critical Mass und anderes, die in der ja immer wieder vermeintlich kritisierten, unpolitisch gewordenen Jugend- und Zivilgesellschaft ganz neue Formen von Engagement entwickelt, die auch für die politische und demokratische Kultur unseres Landes von zentraler Bedeutung sind. Das gibt dem Fahrradverkehr eben in diesen Transformationsprozessen eine solche Schlüsselbedeutung. Und insofern fühle ich mich sehr geehrt, dass ich heute hier zu dieser Veranstaltung diese Impulsthesen halten durfte und freue mich jetzt einfach, selber leibhaftig erleben zu können, wie die Berliner Akteure sich zu diesen Themen miteinander auseinandersetzen, um dann nicht nur über einen Außenblick, sondern hoffentlich dann auch mit einem entsprechend geläuterten Innenblick wieder in die Welt hinauszugehen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Uwe. Wo sitzt du da? ich würde jetzt gerne die Podiumsgäste aufs Podium bitten. Genau. Damit ich hier nicht alleine stehen muss. Also, es ist so sortiert. Genau, Herr Schneidewind hier. Ich würde neben Ihnen sitzen. Wir sind hier vorne noch da, ja. Wir bleiben bis zum Ende, ja, vermutlich hier sitzen. Wenn, verlassen wir unter Protest den Saal. Und dann
Ja, also nochmal ein ganz herzliches, schönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass dieser Raum so voll geworden ist, trotz des Regens. Ich bin Marion Thiemann, studiere Environment Policy and Planning an der FU und TU, bin Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung und engagiere mich beim Volksentscheid Fahrrad. Deswegen ist es hier heute für mich was ganz Besonderes, diese Runde moderieren zu dürfen. Ich würde gleich gerne das Podium vorstellen, hätte aber noch einen organisatorischen Punkt vorher. Auf den Stühlen lagen so Karten. Wenn, kann die vielleicht einfach mal hochzeigen, genau. Ist egal, ob grün oder blau. Es geht darum, dass wir, also dass Sie auf diesen Karten Kommentare, Wünsche, Botschaften aufschreiben können. Und die Idee ist, dass wir die dort auf der Pinnwand sammeln, clustern, dass diese Gedanken nicht verloren gehen, nur weil sie jetzt vielleicht nicht in der großen Runde besprochen werden können. Und wir möchten nach dieser Veranstaltung dann ein Foto machen und dieses Foto, also diese Botschaften, Herrn Kirchner mitgeben. Surprise, surprise. Also, komplett unterschiedlich bezeichnet, Verhandlungen, Dialog, Gespräche, wie man den Radverkehr in Berlin besser integrieren könnte. Und da hier wahrscheinlich wegen dem Thema auch sehr viele Radfahrerinnen und Radfahrer sind, dass wir einfach, weil der Raum jetzt so voll ist und wahrscheinlich auch wenn wir rege Diskussionsbeteiligung haben, da sonst vieles untergeht, über diese Idee und der Versuch, das dann noch ein bisschen festzuhalten, Kommentare, Ideen, Wünsche auf diese Sache bezogen. Genau. Für die Leute, die nicht sitzen, hier gibt es noch mehr Zettel und auch Stifte, einfach greifen und sich durchgeben lassen und dann aufschreiben und zur Seite einfach durchgeben zu den Pinnwänden, so wird es dann versuchen zu clustern und auch nachher. Genau, danke Ben. Gut, dann möchte ich noch einmal das Podium vorstellen. Ich fange einfach mal links neben mir an. Jens-Holger Kirchner, Staatssekretär für Verkehr, also heute hier von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima. Susanne Henkel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, VBB. Professor Dr. Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts, Mitglied im Club of Rome und im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderung, WBGU. Dr. Martin Kors, Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik und Klimaschutzpolitik beim Verband der Automobilindustrie VDA. Und Heinrich Strößenreuter vom Volksentscheid Fahrrad Berlin. Wir sind also heute hier, um die Potenziale und Grenzen der einzelnen Verkehrsmittel, insbesondere die des Fahrrads und des Radgesetzes, für die Erreichung der Berliner Klimaschutzziele zu diskutieren. Ich fange einfach schon mal an. Heinrich, erste Frage geht an dich. Wir haben also gehört von Uwe, wie wichtig der Radverkehr wird in der Verkehrswende. Und kommen wir jetzt mal weg von der globalen Ebene, machen wir mal den Schritt auf die lokale Ebene. Was bedeutet das für uns, für die Umsetzung hier in Berlin? Was ist denn auf Basis der Berechnung der konkrete Beitrag vom Berliner Radgesetz zum Klimaschutz? Ja, wir haben das mal runtergerechnet. Wenn wir also in Berlin eine ganze Ecke mehr Rad fahren, als wir heute schon tun, im Land auf 20% kommen oder weiter sogar Richtung 25% oder 30% kommen, sprechen wir am Schluss von einer halben Tonne CO2 pro Einwohner im Jahr. Wir liegen heute bei 1,4, also wären dann bei 0,8. Das wären so die 40%, die eigentlich das Land Berlin bräuchte, wenn es seine Zahlen, die sich gesetzlich gegeben hat. Berlin hat also ein Berliner Energiewendegesetz beschlossen. Dort steht drin, das war letztes Jahr 2016, in diesem Gesetz steht drin, bis 2030 -60% und bis 2050 -85%. Dass da noch 15% fehlen, da kommt vielleicht Uwe nach kurz noch dazu. Also -60% bis 2030. Wir glauben mit dem Radverkehrsgesetz, was wir vorgelegt haben, was sich jetzt in der Verhandlung befindet, dass wir dort den Klimaschutzbeitrag von fast einer halben Tonne CO2 leisten können. Wir glauben, dass der Verkehrsträger Fahrrad auch derjenige ist, der es machen kann. Fußverkehr kann man vielleicht noch ein bisschen mehr und weiter die Fußgänger schieben, schubsen, was weiß ich nicht. Aber letztendlich geht es um die Langstrecke, die Autofahrer aus der Langstrecke rauszukriegen.
Ich glaube nicht, dass der Autoverkehr großartig sich verändern wird, was die Effizienz angeht. Die haben schon sehr, sehr viel getan. Da müsste eher der ÖPNV noch kräftig nachholen. Wahrscheinlich hat die BVG auch die S-Bahn Energieaudits gemacht, wie sie im letzten Jahr gesetzlich vorgeschrieben waren. Wird interessant sein, was dort irgendwann einmal drinsteht. Ich glaube, da sind auch viele Hausaufgaben dabei. Aber die Kerngeschichte ÖPNV ist eigentlich so ein Eisenbahnfahrzeug für 30, 40 Jahre. Das heißt, der Fahrzeugpark 230 ist wahrscheinlich schon ziemlich eingeschränkt, was da noch machbar ist. Plus die Finanzierung, plus die Kapazitäten auf den Schienen. Also eigentlich haben wir im ÖPNV die Aufgabe, die Leute aus der Kurzstrecke aufs Fahrrad zu locken, damit Platz für die Langstrecke ist. Also Autofahrer umsteigen können entweder aufs Fahrrad oder in den ÖPNV. Insofern der Radverkehr ist der Schlüssel für die Verkehrswende. Dann würde ich einfach mal Frau Henkel die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Wir kennen das ja alle selber. Also in Stoßzeiten kann es manchmal etwas eng werden in der U-Bahn, in der S-Bahn und im Bus. Wenn aber der Ausbau des ÖPNVs und die Verschiebung hin zum ÖPNV im Modalsplit eine wichtige Strategie ist, wie sieht das aus? Kommt der ÖPNV überhaupt hinterher oder gibt es da eine Kapazitätsgrenze? Ja, manchmal etwas eng werden. Ich glaube, alle, die diese Woche unterwegs waren im ÖPNV, haben gemerkt, es ist nicht nur Berlinale und es ist nicht nur schlechtes Wetter. Es war diese Woche an vielen Stellen etwas eng. Ich bin 5-mal bei der U-Bahn stehen geblieben und passte nicht mehr rein und musste auf die nächste beziehungsweise übernächste warten. Also das, was wir jetzt hier gerade beschwören, ist tatsächlich das, was die ÖV-Nutzer an vielen Stellen schon täglich erleben, sowohl in Berlin als auch, wenn sie aus Brandenburg reinkommen. Und vor dem Hintergrund steht der ÖPNV auch vor einer großen Herausforderung, denn er sieht sich natürlich auch als Partner des sogenannten Umweltverbundes. Die Verkehrsarten Fahrrad, zu Fuß gehen und ÖV gehören zusammen, auch wenn alle drei Verkehrsarten sich nicht immer gegenseitig so richtig lieb haben. Ich erkläre das mal kurz. Gerade Fahrradfahrer sind ja häufig dann bei schlechtem Wetter, ich heute auch, dann auch gerne mal ÖV-Nutzer oder auch mal wieder Fußgänger mit Regenschirm. Ja, ich auch. Und genau das ist eben so schwer zu planen. Nach dem Motto, wie kriege ich denn die Angebote im Nahverkehr so optimiert, dass im Regenfall der große Teil der Fahrradfahrer dann vielleicht doch umsteigt. Wobei in Berlin ist es sicher nicht der große Teil, sondern eher der kleinere Teil. So sehe ich das heute, denn ich habe viele Fahrradfahrer eben gesehen. Und vor dem Hintergrund muss man tatsächlich sehen, es gibt die Herausforderung, den öffentlichen Verkehr für Berlin und auch für die gesamte Metropolregion auszubauen, die Angebote zu verbessern. Das fängt an breiter Linie an, denn wenn wir tatsächlich höhere Takte wollen, dann brauchen wir als erstes mal mehr Fahrzeuge, sei es bei der U-Bahn, sei es bei der S-Bahn, sei es auch bei der Eisenbahn. Und da fängt ja schon genau die Frage an, nämlich welche Fahrzeuge. Und beim öffentlichen Verkehr gibt es gerade im Gegensatz zum elektromobilen Auto natürlich den super Vorteil, die elektromobile Schiene kriegt das Thema Klimaschutz schon sehr gut hin, denn die Schiene kann etwas, das das Auto nicht kann, auch wenn es super effizient ist und elektromobil angetrieben. Die Schiene kann nicht nur sparsam und effizient befahren werden, sie kann auch Energie zurückspeisen. Und vor dem Hintergrund ist ja gerade die elektromobile Mobilität für die Schiene, das heißt für U-Bahn-Systeme, für Straßenbahnsysteme, für S-Bahn und Eisenbahn vor einer großen Herausforderung. Und ich glaube, wir werden da gleich nochmal zu kommen. Was muss man tun? Man muss an dieser Stelle, glaube ich, jetzt auch mit Weichen stellen, um zu sehen, Klimaschutz und ÖV sind auch eine neue Herausforderung, hier auf die wichtigen Ansätze zu setzen. Ja, danke für das Stichwort Elektromobilität. Vielleicht machen wir weiter mit Herrn Kors. Wir haben gehört im Input von Herrn Schneidewind, dass es also auch eine zentrale Verschiebung im Modalsplit geht. Weg vom Auto hin zu ÖPNV. Was bedeutet das für den VDA und was heißt eigentlich Verkehrswende beim VDA? Ja, dass ich einen Schal um habe, liegt übrigens nicht daran, dass ich den so schick finde, sondern es liegt eher daran, dass ich einen Kratzen im Hals habe, beziehungsweise etwas erkältet bin. Ich habe heute schon kräftig Bombs gelutscht. Ich hoffe, das geht. Bevor ich darauf zu sprechen komme, vielleicht noch mal ganz kurz, was hier gesagt wurde, dass der PKW schon sehr effizient geworden ist. Also wir hoffen natürlich, dass wir nicht dastehen, da, wo wir zurzeit stehen, und dass die Effizienzverbesserungen, die in den letzten Jahren gemacht wurden, da stoppen. Es wurde sehr viel gemacht, das wird vielfach gar nicht wahrgenommen.
bei den Neufahrzeugen, die in den Markt zugelassen werden, unsere Vision, unser Ziel ist aber das Null-Emissionsfahrzeug, also sprich, dass der Pkw, auch die leichten Nutzfahrzeuge, schweren Nutzfahrzeuge, dass wir die Vision haben, null Emissionen quasi auszustoßen. Das ist vergleichsweise schwierig, weil wir halt in einem Paradigmenwechsel sind, weg vom Verbrennungsmotor, der sicherlich die nächsten Jahre noch weiterhin seine Berechtigung haben wird, weil eben die Elektromobilität bzw. die Alternativen dazu noch nicht die Marktreife haben, beziehungsweise auch teilweise die Rahmenbedingungen im Land, in den Städten so in der Form noch nicht da sind, wenn Sie ein Elektrofahrzeug haben oder sich eins kaufen möchten. Vielfach auch ein Hinderungsgrund, dass die Rahmenbedingungen eben in der Form nicht da sind. Nichtsdestotrotz ist aber unser Ziel, dass wir mit den Elektrofahrzeugen massiv in den Markt kommen. Wir hoffen, dass bis 2025, dass ungefähr 25% des Portfolios bei den Herstellern mit elektrischen Antrieben, sei es batterieelektrisch oder sei es Plug-in, also sprich ein Verbrennungsmotor in Kombination mit einem Elektromotor, dass die Hersteller ein Angebot haben, dass man entsprechend auch darauf zurückgreifen kann. Um Ihre Frage zu beantworten, wie sieht städtischer Verkehr für uns aus? Da wurde das Thema schon angesprochen. Carsharing ist für uns ein ganz großes Thema. Also sprich, gerade in den Städten weg vom Besitz eines Fahrzeugs hin zum Teilen eines Fahrzeugs. Ob die Strategie, dass das Fahrrad das dominante Verkehrsmittel in der Stadt ist, das muss wahrscheinlich jeder für sich selber entscheiden. Wir sagen, für jedes Bedürfnis und für jede Nutzendimension gibt es den bedarfsgerechten Verkehrsträger. Und das kann der ÖPNV sein, das kann das Fahrrad sein, das muss aber in vielen Fällen auch der Privat-Pkw sein, je nachdem, mit wem Sie reden, mit wem Sie sprechen. Jemand, der von weit in die Stadt hineinfährt, alte Menschen in der Stadt, jemand, der fahren möchte, aus welchen Gründen auch immer, dass man ihm die Möglichkeit lässt, auch im urbanen Raum entsprechend sein Individualfahrzeug zu benutzen. Kommen wir mal zu der Lücke, die hier angesprochen wurde. Also die Emissionen sollen ja laut des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms aus dem Berliner Verkehr bis zur Mitte des Jahrhunderts nur um 67% sinken. Eigentlich bräuchten wir aber für das Pariser Klimaschutzziel null, also ein Null-Emission. Hinzu kommt, dass wir sogar den ersten Meilenstein, den wir uns selber im Jahr 2008 gesetzt haben, das Ziel einer CO2-Reduktion um 40% im Jahr 2020, also in 3 Jahren, verfehlen werden. Wenn wir das Ganze also als ein Pfad zur Klimaneutralität betrachten, stehen Sie jetzt so ein bisschen vor einer Lücke von diesem Pfad, also eine Lücke zwischen Umsetzung und dem, was eigentlich Handlungsbedarf ist oder was wir eigentlich machen sollten, Herr Kirchner. Und was hat denn der Senat für Pläne, um diese Lücke zu schließen? Ich stehe übrigens vor vielen Lücken. Ne? So. Und in der Tat ist das Leben widersprüchlich, auch in Berlin. Und in Berlin wurden im letzten Jahr 500 Elektroauto verkauft. 500. Schaufenster Elektromobilität sieht anders aus. Und das ist eben nicht die Ausrede, dass es irgendwie die fehlende Säule ist, sondern es ist einfach daran, das finde ich schon, dass hier auch die deutsche Autoindustrie was lange verpennt hat oder an den Schrauben gedreht hat und gesagt hat, wir setzen auf den Verbrennern. Und dann auch noch betrügen. Mit Verlaub. Tut mir leid, ich fahre ein Plug-in als Dienstwagen, ja, ich habe einen Dienstwagen und das stimmt nicht, was da drauf steht. Der fährt nicht 45 Kilometer, er fährt 17. Und dann rufe ich da an und dann sagen die, na, ist doch kalt. Und dann sage ich zu dem Vertreter da, ja, das stimmt, wenn ich eine Heizung kaufe dann, und die geht nicht, dann wird mir auch gesagt, na, Sie dürfen nicht heizen, wenn Winter ist. So, und da steckt übrigens ein 9-Liter-Motor drin. Da versucht quasi über die Plug-in und der BMW 5er mit Verlaub ist auch schon wieder so eine Mogelpackung, da werden 9-10 Liter Motoren in den Markt gedrückt über diese Plug-in-Technologie, die hinten und vorne nicht das verspricht was verspricht. Und das ist ein Punkt, wo ich schon denke, dass diese Verhaltenheit auch auf Elektromobilität umzusteigen möglicherweise auch was mit dem zu tun hat, dass die nicht liefern. So. Auch ist übrigens, und das ist ein Punkt, wo wir wieder eine Lücke aufnehmen, auch ein Elektroauto ist übrigens ein Auto. Und steht mindestens, wenn es privat genutzt wird, würde mir nicht vorstellen, dass es dann anders ist, 23 Stunden rum. Und es verbraucht genauso wie andere Autos, wenn es privat genutzt wird, mindestens 12 Quadratmeter öffentlichen Raums fürs Rumstehen.
Das ist ein Punkt, wo ich schon denke, dass wir nicht umsonst noch die Verkehrswende in Großstädten, Sie reden ja von Lücken, ne, jetzt angehen. Und es ist ein Paradigmenwechsel tatsächlich in dieser Stadt in Gange. Vor 5 Jahren hat noch keiner über neue Straßenbahnlinien geredet, das war noch Elbaba. Ne? Vor 2 Jahren, so fair muss man sein, ist Senator Geisel seinerzeit als Stadtentwicklungssenator reingekommen und der hat das Thema Straßenbahn und Verlängerung von Straßenbahnlinien erstmal wieder hoffähig gemacht. Und heute steht im Koalitionsvertrag 14 neue Linien, die wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht bloß planen, sondern noch bauen wollen. Das ist schon ein Paradigmenwechsel, dass, wenn man sich erinnert, was eigentlich mal an Straßenbahnen in dieser Metropolregion gefahren ist, schon so, glaube ich, ein Stück der Verkehrswende ist und Lücken schließt übrigens. Lücken im Netz. Und wer hat es erfunden? Das war übrigens ein Berliner mit dieser Elektromobilität auf Schienen. Und deswegen finde ich da auch stolz, dass wir das machen. Und ich freue mich, dass Sie alle, wenn wir dann vor Ort im Stadtfestungsverfahren mit den aufgeregten Bürgerinnen und Bürgern darüber streiten, ob da Schienen gelegt werden, dass Sie dann alle mit dabei sind und sagen, ja, ja, das wollen wir. Weil es gibt eine andere Lücke. Und das hat was mit dem Mobilitätsverhalten auch in dieser Stadt. Es gibt ja nicht bloß diesen Saal, sondern es gibt auch andere, die sehr froh sind, dass sie ein Auto haben. Und die darum kämpfen im Übrigen um ihren Stellplatz vor der Tür, als ob es quasi das Ende des Straßenlandes ist. Vor 3 Jahren habe ich in der Kastanienallee im Prenzlauer Berg gestanden und wurde übrigens von unseren eigenen WLAN beschimpft, weil ich mir da erlaubt habe, eine Radverkehrsanlage zu planen und dafür die Hälfte der Stellplätze weggefallen ist. Dieser Kampf um den öffentlichen Raum, dieser Kampf auch um das gelebte, um den gelebten Rechtsanspruch für einen entgeltfreien Parkplatz vor der eigenen Haustür, möglichst noch ständig verfügbar, der ist tatsächlich erst in Gang gekommen. Aber wir müssen uns auch nicht einreden, dass nur weil wir jetzt ein Radgesetz verhandeln und... und ein Mobilitätsgesetz erarbeiten mit mehreren Säulen von Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV, auch Wirtschaftsverkehr, auch in Nachhaltigkeit und Innovation. Wir müssen uns nicht einreden, dass das quasi ein Butterschlecken wird, sondern es geht tatsächlich um ernsthaft was, nämlich um den öffentlichen Raum und auch um liebgewonnene Gewohnheiten. Letzte Bemerkung mit der Lücke. Ich sage immer etwas schnottrig, wir können in dieser Innenstadt Fahrrad fahren, wie wir wollen. Das wird uns alle nichts nutzen, wenn wir diese Stadt Umlandverkehre nicht in den Griff kriegen. Und da gibt es tatsächlich noch Lücken. Selbst 27 Jahre nach dem Mauerfall haben wir immer noch nicht die Verlängerung der S-Bahn nach Nauen oder immer noch nicht die Verlängerung nach Falkensee. Manches ist eingleisig. Wir leben übrigens im 21. Jahrhundert, denken wir wollen ja alle so super Klima sein und sie kommen bloß im 20-Minuten-Takt nach Bernau. Weil da ist bloß ein Gleis. So, und das sind Lücken, die wir jetzt Schritt für Schritt auch ausfüllen müssen, damit tatsächlich, und es ist nicht so, dass alles hier neu erfunden werden muss in Berlin, damit das Verkehrsnetz, was übrigens mal sehr elektromobil war, dass dies wieder in der Dichte einer Metropolregion auch adäquat ist, wie zum Beispiel in den 20er, 30er Jahren für eine 6 Millionen Einwohner Metropolregion. Und da glaube ich schon, beginnen wir gerade. Und das dauert, das kostet einen Haufen Geld. Es wird auch nicht einfach, es wird auch mal Rückschläge geben. Aber ich sage dann immer, 750 Millionen für den Ausbau der Wesselbrücke, das ist übrigens eine 6-spurige Autobahn, mitten in der Stadt. Ne? So, die sind auch da. Deswegen werden wir auch mit dem VBB und mit dem Land Brandenburg auch deutlich selbstbewusster gegenüber dem Bund und gegenüber der Deutschen Bahn sind, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Strecken zu bestellen und zu bauen. Danke, Herr Kirchner. Zu den Lücken. Sie haben nach den Lücken gefragt und da gibt es viele. Genau, ne? Genau. Vielleicht geben wir trotzdem noch mal Herrn Koss die Möglichkeit, darauf einzugehen. Also das Thema, dass Fahrzeuge auch Raum wegnehmen, der für zum Beispiel Radwege gebraucht wird, leitet ja eigentlich zu der Frage über, ob es auch Überlegungen zur Auslastung der Fahrzeuge gibt, also ob, wie die Auslastung verbessert werden könnte. Gibt es da vom VDA Ideen und Konzepte? Vielleicht, um nochmal ganz direkt zu antworten, darf ich Sie mal direkt fragen, warum fahren Sie eigentlich Auto? Oder warum haben Sie überhaupt ein Auto? Sie haben Dienstwagen, ja, aber Sie können ja auch auf den Dienstwagen verzichten. Nö, manchmal nicht. Weil manchmal kann man nicht darauf verzichten. Ich habe ja eben gesagt, es gibt Bedürfnisse, wo eben neben dem Fahrrad, neben ÖPNV, eben auch das Individualfahrzeug durchaus seine Berechtigung hat.
Ich habe selber in Münster studiert. Münster ist eine Stadt, die, glaube ich, für jeden, der sich ein bisschen mit Fahrrad auskennt, eine Fahrradstadt ist und wo es ein Nebeneinander von Pkw und Fahrrad schon seit Jahrzehnten eigentlich gibt. Da muss ich fragen, kann Berlin nicht mal einen ersten Schritt dorthin machen, dass man Fahrradwege baut, wie sie in anderen Fahrradstädten überhaupt schon da sind? Warum muss es immer sofort der Schalter sein? Ich muss weg vom Individualverkehr Pkw hin zu nur Fahrrad. Es gibt ja auch vom Schwarz-Weiß, gibt es ja auch bestimmte Graudimensionen sozusagen, dass beide Fahrzeugdimensionen ihre Berechtigung haben. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw, als auch ÖPNV, je nachdem, welche Nutzendimensionen sie haben. Und das, was die Auslastung der Fahrzeuge angeht, gut. Das ist natürlich, wir versuchen eben nicht mehr Anbieter oder vielmehr das Problem der Automobilhersteller besteht ja im Grunde darin, wir verkaufen ja nicht Fahrzeuge in Berlin oder in Deutschland oder in Europa, wir verkaufen weltweit Fahrzeuge. Wir produzieren 5,7 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, über 10 Millionen Fahrzeuge im Ausland. Das heißt, jemand wie Daimler, BMW, VW muss sich auf alle möglichen Märkte einstellen, muss sich auf alle Länder einstellen. Sicherlich ist das Mobilitätsverhalten in Berlin im Prenzlauer Berg, ich wohne selber in der Nähe von der Torstraße, ein völlig anderes Verhalten, wo der Besitz eines Fahrzeugs überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es gibt aber Länder, wo das anders ist. So, und auf diese Bedürfnisse muss sich ein Automobilhersteller einstellen. Das heißt, was wir vermeiden wollen, sind Flickenteppiche. Dass man sagt, Mobilität, wir sind mit Urbanisierung konfrontiert. Ich meine, Urbanisierung in Berlin, wir sind 3,5 Planung, 4 Millionen Einwohner, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis 2030, wenn man die Zuzüge und so weiter betrachtet. Wir sind eine 4-Millionen-Stadt im Vergleich zum internationalen Kontext. Megacities, wenn ich von 10 Millionen Personenstädte rede, ist das eine völlig andere Dimension. Also da sprechen wir über Herausforderungen in Berlin, aber die Herausforderungen woanders sind noch viel größer. Und da im Grunde die Frage, wie geht man damit um? Wie geht man da mit Modalsplit um? Wie geht man da mit Verbindung zwischen Individualverkehr und ÖPNV um? Hier gibt es eine Meldung direkt. Ja. Darauf eingehen? Die Frage der Auslastung des Fahrzeugs, gut, da ist natürlich jeder Fahrer selber erstmal auch gefragt. Jeder Fahrer im Sinne von Fahrgemeinschaften, im Sinne von, wie laste ich eigentlich mein Fahrzeug aus? Aber das, was der Anbieter, also wir als Automobilindustrie zur Verfügung stellen können, ist eben weg vom reinen Anbieten, Verkauf von Fahrzeugen hin zum Mobilitätsanbieter. Dass wir versuchen, Plattformen zu liefern, und da sind wir, da kann man, glaube ich, sagen, was man will, dass die deutschen Automobilhersteller, wenn wir in Berlin uns umschauen, ob es nun Car2Go ist oder Drive Now, dass wir versuchen, schon Sharing-Konzepte in die Städte einzuführen. So, und das sind deutsche Automobilhersteller, die es tun. Ich glaube, bei den ausländischen Automobilherstellern haben sie das bisher noch nicht so in der Form, in der Vehemenz erlebt. So, und dass man versucht, diesen Weg immer weiterzugehen. Also ich habe die beiden Statements jetzt empfand ich extrem hilfreich, weil das ja zeigt, wie sich die Debatte verschiebt. Ne? Also Sie haben plötzlich einen VDA, der Sie auffordert, mehr Radwege zu bauen und gleichzeitig, ja nee, man, das ist ja, das, da muss man sich ja vorstellen, das gab es ja vorher. Können wir Sie denn irgendwie als neuen Unterstützerverband gewinnen für den Volksentscheid Fahrrad? Und Die Landesseniorenvertretung hat schon unterschrieben. Und gleichzeitig, Herr Kirchner, haben Sie, glaube ich, sehr plastisch deutlich gemacht, was das für eine Herausforderung in der politischen Vermittlung ist, auch diese ambitioniertere Politik durchzusetzen. Und vor dem Hintergrund finde ich es ja gerade so wichtig, das Potenzial zu erkennen, das jetzt durch diese Bürgerbewegung von unten passiert. Denn Sie brauchen ja in der Vermittlung, brauchen Sie ja diese breiten Netzwerke an engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die mit unterschiedlichen Formaten eben für die Unterstützung der zusätzlichen Schienen und der Radwege werben. Also ich glaube, der eigentliche Gegner sitzt ja gar nicht mehr unbedingt neben Ihnen. Das war vor 15 Jahren noch das Problem, wo Sie wussten, der VDA, der hat das Wort an der Kanzlerin und wenn man den jetzt nicht anständig bekämpft, kriegt man eine engagierte ökologische Verkehrspolitik gar nicht mehr durchgesetzt. Interessanterweise flankiert er Sie jetzt und jetzt geht es sehr viel eher darum, neue Bündnisse auf den Weg zu bringen, die Breite der Bevölkerung zu mobilisieren. Und ich glaube, dafür helfen gerade sehr plastisch und konkret übersetzbare Ziele. Ne? Dieses -85, -67%, das kriegen Sie kaum vermittelt. Aber Dekarbonisierung komplett 2050, das ist das, was von unten die Leute auch mitnimmt. Und von daher finde ich es eben extrem reizvoll, dass eine Stadt Berlin auch dort etwas auf den Weg bringt, was dann von unten Sie dann in Ihrer politischen Übersetzungsarbeit mit unterstützt. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie, Frau Henkel.
Um nochmal nachzuhaken, was die Ausbaugeschwindigkeit des ÖPNVs angeht, haben Sie den Eindruck, dass die Politik diese Geschwindigkeit des ÖPNVs und den Finanzierungsaufwand optimistischer bewertet, als sie wirklich sind? Also wann kommt der ÖPNV an seine Auslastungsgrenze? Ist es so, dass die U-Bahn 2030 schon überlaufen? Ich empfinde Ihre Fragestellung jetzt so, dass da mehrere Fragen drin stecken. Wann kommt die U-Bahn an ihre Leistungsgrenze? Wie eben schon geschildert, sowohl in der U-Bahn als auch in der S-Bahn gibt es das an vielen Stellen schon, dass die Leistungsgrenzen erreicht sind. Und das Problem beim ÖPNV, wie auch bei den anderen Verkehrsarten, ist, man muss natürlich sehr vorausschauend unterwegs sein, um Kapazitäten für die Zukunft herzustellen. Deswegen haben wir gemeinsam mit dem Land Berlin und dem Land Brandenburg uns hingesetzt und haben tatsächlich auch die Prognosen für die Jahre 2020 und 2030, was heißt das für die Bevölkerung, was heißt das aber auch bei der Arbeitsplatzentwicklung und damit auch beim Pendleraufkommen, einfach in den vergangenen Monaten ermittelt. Und an dieser Stelle sind wir gerade dabei zu sagen, wir machen ein Zielkonzept 2020 und schauen, wo passen denn noch die Angebote und auch für 2030. Und wie eben schon gesagt, hier muss mittelfristig natürlich geplant werden, denn Sie haben völlig recht, das Thema Ausbaugeschwindigkeit des ÖPNV hängt nicht nur daran, dass neue Fahrzeuge beschafft werden müssen, sondern auch daran, dass gebaut werden muss. Und das Bauen, Herr Kirchner hat es dargestellt, ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Wir müssen Planfeststellungsverfahren dafür durchführen. Wir müssen aufwendige Beteiligungsverfahren durchführen. Und selbst die Baumaßnahmen selbst sind ja auch in einer fertigen Stadt und auch in einem fertigen Land-Umland-Beziehung natürlich auch hochkomplex. Was die Baugeschwindigkeit der U-Bahn angeht, das kann, glaube ich, jeder Berliner momentan sehen. Und dennoch ist es gut, dass diese Maßnahme lange eingefädelt ist, lange Bauzeiten hat und auch irgendwann natürlich eröffnet wird. Deswegen müssen wir rangehen, müssen sogar so etwas machen wie Vorratsplanungen, um tatsächlich dann, wenn Geld zur Verfügung steht, auch Maßnahmen zu haben. Und da ein letztes Wort. Das Thema Straßenbahn hat natürlich den Charme, dass eine Straßenbahn, wie der Name schon sagt, elektromobil auf Schienen, aber auf der Straßenebene unterwegs sein kann. Das heißt, da sind natürlich ganz andere Kosten mit verbunden als beim Bau der U-Bahn. Aber auch das Thema der Barrierefreiheit, was wir ja im ÖPNV auch dringend brauchen, ist bei einer Straßenbahn sehr, sehr schön. Und es führt dazu, dass auch die Sichtbarkeit des ÖPNV natürlich erhöht ist. Und alles, was da dranhängt, bis hin zu Fahrradabstellanlagen, die natürlich ganz nah am Bahnsteig dann auch sein können. Weil wir wissen ja, genau diese Thematik, dass wir die Verkehrsarten besser verknüpfen, ist natürlich sehr vorteilhaft. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, zu sagen, diese elektromobile Schiene zurück in Berlin mit einem Ausbaukonzept jetzt konzipieren und auf die Tube drücken. Also ich würde gerne so ein paar Sachen nochmal zusammenbringen. Ich bin die Tage Patenonkel geworden von einem jungen kleinen Mädchen. Nach der derzeitigen Lebenserwartung wird dieses Mädchen das Jahr 2100 komplett erreichen. Es wird die volle Wucht des Klimawandels mitkriegen, mit allem, was da auf uns zukommen wird. Klimaflüchtlinge an die 300 bis 500 Millionen, die da weltweit unterwegs sind, die werden auch in Europa anknopfen. Wer weiß, wo die Mauer stehen wird, wie weit sie mal drankommen. Ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, wesentlich mehr über eine Politik der Vorsicht nachdenken. Und wenn ich so mal die Beiträge zusammenfasse, sagt Herr Kirchner, zu Recht ist es total schwierig, den Raum in der Stadt umzuwandeln. Kann ich ihn nur unterstützen. Also die Diskussionen werden wir haben, wenn die Parkplatzfrage hochpoppt und die ersten Kilometer neue Radwege oder anständige Fahrradstraßen in der Stadt eingeweiht werden. Wenn ich Frau Henkel richtig verstehe, dann haben wir eine Situation, dass das Bauen von neuer Infrastruktur für U-Bahn oder Züge oder Ähnlichem eher so ein Vorhaben von 5 bis 15 Jahre ist, bis da der erste Zug rollt. Geschweige denn, wie lange dauert es überhaupt, ein neues Bahnfahrzeug zu bestellen? Da sind wir auch schnell bei 10 bis 15 Jahren. Also 2030 ist eigentlich schon fast gelaufen, was den ÖPNV angeht, mit Ausnahme ein paar mehr Busse, ein paar mehr Straßenbahnen, aber die kosten natürlich auch alle nochmal Geld. Gucken wir uns also die Geldgeschichte mal an, pro Einwohnerjahr in Berlin. Ich muss jetzt ein bisschen nerven mit Fakten, aber dass man diese Idee von Verkehrswende, von Umweltverbund ein bisschen mal auseinander nimmt. Pro Einwohnerjahr geben wir in Berlin aus 3 bis 4 Euro für den Radverkehr, 80 für den Straßenverkehr und 290 für den ÖPNV. Das heißt, wenn wir eine Verkehrswende hinkriegen wollen auf den ÖPNV schaufeln, wird dieses Ungleichverhältnis sich noch weiterentwickeln. Das kostet uns richtig viel Geld. Ich glaube nicht, dass wir diese Kohle haben als Stadt.
Und jetzt komme ich zum Automobil, wenn Sie noch mal so nicken, ne, ganz vorsichtig, Carsharing. In Berlin 2% aller Fahrzeuge sind im Carsharing-Modus unterwegs. Und kein Carsharing-Fahrzeug verhindert, dass man irgendwie 1 Kilometer mehr oder weniger fährt. Es gibt einfach nur ein Auto weniger, einen Stellplatz. Also an der Emissionsgeschichte des Fahrens haben wir nichts gedreht. Bei der Produktion allerdings schon. Dynamic Drive Sharing, dynamisches Carsharing, also Drive Now, Car2Go und so weiter, unter 0,5% aller Fahrten in Berlin, also auch nicht das Ding. Wo ich insgesamt nochmal für plädieren würde, dass wir alle miteinander uns mehr dran gewöhnen an eine Politik der Vorsicht und wirklich eher extrem pessimistisch anschauen, was in den einzelnen Sektoren gemacht werden kann, sowohl im Automobilbereich als auch im ÖPNV, als auch im Fahrradbereich, und dann am Schluss nochmal schauen, wo müssen wir jetzt billig auf die Tube drücken und wo können wir das, wo haben wir die Flexibilität, in den nächsten 10 bis 15 Jahren das aufzuholen, was bis jetzt nicht geschafft worden ist. Ich würde vielleicht nur eine Zahl noch mal ergänzen wollen. Ich meine, die Energiewende ist ja eine Wende, wo, glaube ich, mittlerweile allen klar ist, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe ist, dass es auch ein Jahrhundertprojekt ist, das hinzubekommen. Die Verkehrswende oder Mobilitätswende, vor der wir stehen, wo jeder Verkehrsträger in welcher Form auch immer nach wie vor seine Berechtigung haben wird, ist eine Wende, die ansteht, die gerade angestoßen wird, wo wir technologisch zu einem Paradigmenwechsel kommen, wo die Automobilhersteller alles tun müssen, dass Null-Emissionsfahrzeuge in den Markt eingeführt werden. Wenn ich mir aber die politischen Zahlen dahinter ansehe, jetzt gucke ich nicht Berlin an, sondern generell, was macht die Bundespolitik eigentlich? Die Energiewende kostet pro Jahr 25 Milliarden Euro. 25 Milliarden Euro. Was wird eigentlich in die Verkehrswende gesteckt? Im Sinne von Aufbau von Infrastruktur, im Sinne von Erweiterung für auch Fahrrad, für sonstige Verkehrswege. Was wird ausgegeben für den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge? Wo ist die Ladeinfrastruktur? Es gibt Ladeinfrastruktur natürlich, aber viel zu wenig. Viel zu wenig, um wirklich pushhaft die Fahrzeuge in den Markt zu bekommen. Wir, unsere Aufgabe als Automobilindustrie, Angebot zu schaffen. Da können Sie sagen, die Deutschen sind zu langsam, sind zu mittelmäßig, wie auch immer. Aber seien Sie versichert, da wird ein Feuerwerk an Produkten in den nächsten Jahren kommen. Ein Feuerwerk an Produkten an Elektrofahrzeugen. Und damit... Blöder Vergleich. Wahrscheinlich. Ich bin hier... Sie können mich in 2 Jahren gerne besuchen und wir können gerne die Produkte zählen, die im Angebot sind. Und dieses Angebot, also das Angebot muss auch nachgefragt werden, es muss auch nachgefragt werden können. Und das bedingt, dass eine Infrastruktur da ist, die in der Lage ist, diese Produkte auch aufzunehmen. Und darauf wollte ich nur kurz hinaus. Die Energiewende, 25 Milliarden, Gemeinschaftsaufgabe, das hinzubekommen. Eine Verkehrswende muss eben auch Gemeinschaftsaufgabe sein und da muss auch Geld reingesteckt werden. Herr Kirchner. Da haben Sie völlig recht, aber muss man denn alles selber machen? Ich war am Dienstag, ich will eine Geschichte erzählen, am Dienstag bei Staatssekretär Bomber, der übrigens für Verkehr im Bundesministerium zuständig ist, da sah es Herr Dr. Mühlenfeld, der ist für den BER zuständig, er ist der Geschäftsführer, und Frau Schneider aus Brandenburg. Und wir haben über die Verkehrsanbindung vom BER geredet, wenn er dann mal fertig ist. So, und was sagen die? Wir sollen eine zweite Autobahn bauen. Und Herr Bomber sagt, ich kann das. Das ist wirklich, ich dachte, ich bin im falschen Film. Ja. Dann sagte der, naja, gibt ja noch genügend Ausfallstraßen und dann bitte noch westlich vom BER, falls die Autobahn runter zum BER mal einen Stau hat. So. Und Herr Bomber sagte immer, Geld ist hier noch da. So viel zur Verkehrswende. Und das stimmt sogar, Geld ist da. Ja. Aber an der Stelle ist auf der Bundesebene, ich warne immer davon, nur weil wir uns vielleicht einig sind hier in diesem Saal oder weil 100.000 unterschrieben haben innerhalb von 3 Wochen. Es gibt noch so eine andere Realität, die möglicherweise durchaus durchschlägt bis auf Berlin, weil Autobahnen weiterbauen ist ja auch ein Joke von Herrn Dobrindt, aber der sagt, jetzt ärgert er mal ein bisschen die Berliner. So. Verkehrswende heißt, dass auch der Bundesverkehrswegeplan übrigens völlig überarbeitet wird, dass zum Beispiel Schienenverbindungen wieder deutlich mehr Investitionen gemacht werden und nicht bloß die ICE-Strecken und. Und da gebe ich Ihnen recht, das müssen wir machen. Und da müssen wir dann tatsächlich, jetzt ist nicht Wahlkampf, aber da muss dann 2017 im Herbst tatsächlich mal neue politische Verhältnisse einführen, weil so
mit diesem Autobahnblick und mit Bundesverkehrswegeplan immer nur Autobahnen und Autobahnen und Autobahnen und so weiter, das wird dann nichts. Da können wir uns im Übrigen, gebe ich Ihnen auch recht, hier in Berlin abstrampeln, wie wir wollen, wenn ringsherum in diesem Land ein Netz von Autobahnen sechsspurig möglichst, ne? Oder achtspurig, wäre jetzt der Berliner Ring, ja, ausgebaut wird. Ich wollte aber an der Stelle, das war jetzt bloß nur eine kleine emotionale Reaktion. Aber ich dachte der Flug... Eigentlich... Eigentlich wollte ich an der Stelle für Fairness werben, weil wir haben vor 10 Jahren übrigens noch Wohnungen abgerissen in Berlin. Staatlich finanziert übrigens. Und wir sind jetzt auf diesem Wachstumshype, weil tatsächlich viele, viele, viele Menschen nach Berlin kommen. Übrigens arbeitsmarktorientiert, nicht bloß, weil hier so viel Party ist. Und tatsächlich hinken wir den Prognosen hinterher. Die Verkehrsprognose 2025 ging übrigens noch von einem Rückgang des MEVs aus, auch innerstädtisch. Ne? So. Und mittlerweile haben wir, ich habe es schon erwähnt, jetzt wenn die Verkehrsprognose 2030 kommt, haben wir ein Hauptproblem und das sind diese Stadt-Umland-Verkehre. Wie kriegen wir die auf die Schiene? Wie kriegen wir die aufs Fahrrad? Wie kriegen wir die runter von diesem doch erheblichen MIV, der aus dem Umland jeden Tag in die Stadt kommt. Und da sind wir mit den 270.000 Einpendlern jeden Tag eigentlich noch gut bedient in Berlin. Es gibt andere Metropolregionen in der Bundesrepublik, die haben da ein viel größeres Problem. Und wir klagen aber schon, und das ist die Behutsamkeit, die vielleicht Herr Strößen heute anmerkt, wir klagen da auf sehr hohem Niveau, aber auch zu Recht, weil wir müssen da schon aufpassen, dass wir hier nicht ersticken. Ich will an der Stelle noch zweitens um Fairness bitten. Ein Bürger hat es geschafft, dass das Ostkreuz, wo übrigens 60.000 Menschen jeden Tag umsteigen, 2 bis 3 Jahre länger gebaut wird, weil sie nachts nicht arbeiten dürfen. Da gibt es dann die Fraktion, die sagt, deutsche Gerichtsbarkeit nimmt auch jeden ernst. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, solange das tatsächlich so ist, dass ein Bürger mit seiner Klage gegen den Baulärm nachts dafür sorgen kann, dass nachts nicht gebaut wird und die Bauzeiten sich um 3 Jahre verlängern, da stimmt dann was nicht. Ein Bürger bzw. mehrere Bürger haben mit einer Klage für die Dresdner Bahn, die übrigens essentiell wichtig ist für die Stadt-Umland-Verbindung, 2 Jahre Baustopp erstmal, Planungsstopp erreicht. Das ist auch Deutschland. Und ich komme aus einem Land, wo ich diese Verwaltungsgerichtsbarkeit immer ausgesprochen geschätzt habe, dass es möglich ist, dass auch Verwaltungsentscheidungen vor Gericht überprüfen zu lassen. Aber man muss an der Stelle auch fair sein, wenn man das beklagt, wie lange das dauert, dass es tatsächlich hier auch manchmal Prozesse sind, die im Aushandeln der verschiedensten Interessen dann auch leider vor mehreren Instanzen, vor Gericht erst landen. Das ist an der Stelle übrigens nicht irgendwie das Verzögern des Bundes oder des Landes. Dresdner Bahn hat ja lange genug gedauert. Ne, sondern es ist quasi dieses sehr aufwendige Gerichtsverfahren. Wollte ich an der Stelle nur, ehe wir uns dann hier wieder einig sind, dass alles viel zu lange dauert, nochmal daran erinnern, dass es schon auch was mit unserem gesamtgesellschaftlichen System zu tun hat, wo eben das Überprüfen von Verwaltungsentscheidungen ein hohes Gut des Rechtsstaates sind. Ne? Vielen Dank. Vielleicht noch eine Reaktion darauf, dann würde ich ganz gerne die letzte Frage für das geschlossene Podium stellen, damit Sie auch Ihre Fragen stellen können. Das war eigentlich nur eine kleine rhetorische Nebenbemerkung. Aus Klimaschutzgründen dürfen wir den Flughafen eh nicht mehr in Betrieb nehmen, insofern brauchen wir auch keine Autobahn mehr. 44 Millionen Prognose. Und das sind nicht alle nur die Touristen, ne? So, also sorry, das ist genau so, wie Sie vielleicht sagten, also es sind wir, die fliegen. Ne? Warum auch immer. Ich freue mich schon, wenn dann die Flugbenzinsteuer kommt und wie schnell dann irgendwer wieder abgewählt ist. Okay, ich würde jetzt ganz gerne meine letzte Frage stellen. Also es ging hier viel um Reduktionsziele. In diesem Raum parallel seit Mittwoch laufen Verhandlungen. Wollen wir jetzt mal Butter bei die Fische machen. Wird denn das geplante Mobilitätsgesetz, Herr Kirchner, Reduktionsziele und Klimaschutzerfordernisse beinhalten oder abbilden? Und ist Klimareduktion überhaupt ein wichtiges Kriterium beim Mobilitätsgesetz? Na, der Weg ist das Ziel. Ich gehe schon davon aus. Wir haben ja den Dialog begonnen. Wir machen Montag übrigens schon weiter. Also verzögern sieht anders aus, ne? So.
Und tatsächlich sind quasi die Auswirkungen dessen, was wir da vorhaben und was wir in dem Gesetz regeln wollen, auch schon mit erheblicher Bedeutung für den Klimaschutz. So, ich kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, ich will jetzt die Verhandlungen nicht vorwegnehmen, ob da jetzt Tonnen, Kilometer oder andere Sachen festgeschrieben werden. Ja? Es gibt auch aber jetzt schon in den Arbeitspapieren immer auch einen Verweis auf das Berliner Klimaschutzgesetz und wir werden auch festhalten, wo wir noch nachsteuern müssen, bei anderen Gesetzen. So, ich denke schon, dass wir trotz aller Schnottrigkeit diese Dimension auch verankern müssen, mindestens im Teil 1. Der hat ja so allgemeine Ziele des Mobilitätsgesetzes, wenn nicht sogar auch im Teil 7, wo es dann um Nachhaltigkeit geht, Innovation und intelligente Mobilität. Teil 2 ist übrigens Fußverkehr, Teil 3 Radverkehr, Teil 4 ÖPNV, Teil 5 Wirtschaftsverkehr. So. So wollen wir das aufbauen, weil der Wirtschaftsverkehr übrigens an der Stelle mal jenseits von, der hat auch viel mit den Möglichkeiten, die so das Fahrrad in Zukunft geben wird, ziemlich viel zu tun, gerade für die letzte Meile. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da nicht bloß hier in Berlin was laborieren, sondern auch tatsächlich einführen, nachhaltig in vielen Kiezen. Dass diese unendlichen Lieferdienste von TNT bis DHL nicht überall rumstehen und jede Schraube, jedes Buch, mitunter sind wir ja auch schon im Lebensmittelbereich, was die Lieferdienste betrifft, nicht extra angeliefert werden muss. Da geht es nämlich um Logistik. Und da sind wir übrigens lernende Systeme, auch als Verwaltung. Auch übrigens die Logistikunternehmen sind da sehr offen, weil dieser Zeitfaktor in der Mobilität, glaube ich, ein ganz entscheidender wird. Meine These ist ja, dass die ja nicht alle Ökos sind oder irgendwie die Welt retten wollen, sondern dass man tatsächlich auch in der Stadt mit dem Fahrrad fährt und mit dem ÖPNV, weil man A, weiß, dass man zeitlich sicher ankommt und B, dass man nicht im Stau steht und dass es kalkulierbarer wird. Und so ist meine Überlegung, werden die Logistikunternehmen auch zunehmend denken, die bezahlen ja nicht ihre Leute dafür, dass sie im Stau stehen. So. Und deswegen glaube ich schon, ist da ein ziemliches Potenzial, gerade in der Verknüpfung zwischen Fahrrad, letzte Meile und den Lieferdiensten bis an den Stadtrand. Ich würde jetzt ganz gerne für das Publikum öffnen, oder war da jetzt noch eine Reaktion? Nö. Okay. Bevor wir das tun, noch eine Frage an Ben. Gibt es Facebook-Kommentare, die wir hier teilen können? Konstant 50 Leute immer mitgucken und ich glaube, wenn wir die hier noch reingequetscht hätten, dann wäre es wirklich eng geworden. Und es gab ein paar einzelne Anmerkungen zur M10, die oft im Autostau steht und dass man dadurch den ÖPNV stärken müsste und so, aber sonst ist es noch überschaubar gewesen, aber natürlich auch Reaktionen mit Likes und so weiter zu den einzelnen Stellungnahmen. Aber das würde jetzt zu weit ins Detail gehen, wenn ich das irgendwie... Überschaubar sieht auch die Pinnwand momentan ein bisschen aus. Genau, da einfach die Bitte, die Sachen, die schon ausgefüllt wurden, einfach hier zur Seite durchgeben und wir versuchen das dann hier zusammenzubringen. Wie traut ihr euch jetzt irgendwie nicht, oder was? Okay, genau, die Zettel durchreichen, das ist super, dann füllt sich die Pinnwand. Christine ist mit dem Mikrofon bewaffnet. Machst du eine Reihenfolge? Mhm. Fangen wir mal hier vorne an. Guten Abend, mein Name ist Frank Gerards. Zum einen finde ich es sehr hoffnungsspendend, dass wir diesen neuen Anlauf in Sachen Verkehrswende in Berlin erleben in einer Stimmung in der Stadt, die deutlich konstruktiver und positiver ist als bei den bisherigen, meist nur ganz kurz aussehenden Anläufen, zum Beispiel 89-90. Da gab es doch heftige Polarisierung und Gegenwehr. Und ich glaube, im Moment ist die Stimmung eigentlich sehr konstruktiv und gut. Gerade dieser Tagesspiegel-Kommentar war eine gute Sache. Was mich darüber hinaus interessieren würde, wäre Folgendes. Wir stehen ja jetzt in der Situation, dass für die verschiedenen Modi und für die verschiedenen Umsteuerungsmaßnahmen verschieden viel Geld ausgegeben wird. Macht sich da eigentlich jemand Gedanken darüber, ob man, also eine naheliegende Kennziffer wäre ja sozusagen eingespartes CO2 pro ausgegebenem Geld. Wird das eigentlich angeguckt, sozusagen, wie viel kostet ein Fahrradstreifen auf der Straße, wie viel bringt der an CO2-Einsparungen geschätzt,
was kostet eine Vorrangschaltung an der Ampel, was bringt die und so weiter, dass man das auch danach sortiert. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass man das nachher alles rational mathematisch dann abarbeitet. Natürlich spielt da auch viel eine Emotion eine Rolle, aber es wäre ja schon mal sinnvoll zu gucken, wie viel bringt das eigentlich pro eingesetztes Geld. Das ist, denke ich, eine Frage für Herrn Kirchner. Oder an wen war die gerichtet? Wer möchte? Okay, dann sammeln wir. Okay, dann bitte nochmal die Meldungen. Ja, genau. Ja, mein Name ist Jochen Bonner, Berlin-Brandenburgischer Bahnkundenverband. Also das Thema ist ja eigentlich Klimaschutz und Mobilität für alle. Und da hat mich schon gewundert, dass am ersten Tisch so konträr diskutiert worden ist. Ich denke, Multimodalität und Intermodalität, das sind die Schlagworte der Zukunft. Und da würde ich mir auch von der Fahrradbranche ein bisschen mehr Zusammenarbeit mit dem ÖPNV und auch was die Klimaschutzziele angeht, hier wünschen. Können Sie auch also, eine Frage? Ja, ja, die Frage muss ich erst einleiten. Denn wir haben ja in der Metropolregion folgendes Problem: 4 Millionen bis 5 Millionen Einwohner, 270.000 Pendler nur sozialversicherungspflichtig und aber nur 30% Bus und Bahn. Und der BER verschlingt 640 Millionen für die Bahninfrastruktur, bringt aber keine Verbesserung im Modal Split. Und diese langen Entfernungen und dieser schlechte Modal Split in den Außenbezirken stellt natürlich die Herausforderung für Henkel, am Linienkonzept etwas zu verbessern, vor allen Dingen am Linienkonzept zwischen Berlin und Brandenburg, denn das sind die großen Entfernungen. Und die letzte Sache ist die Verkehrsmittel selbst. Durch die Einstellung der Straßenbahn in den 60er Jahren in Berlin ist eine riesen Busflotte aufgebaut worden. 46% der Wagenkilometer, aber nur 12% der Verkehrsleistung. Und die muss ja modernisiert werden. Und der modernisierte Bus kostet 2- bis 3-mal so viel. Und das spricht natürlich nicht so weitermachen, sondern auf die Straßenbahn zu setzen. Und Straßenbahn bedeutet auch weniger Busse, weniger Busspuren eventuell, aber dafür Radverkehrsanlagen. Okay. Und letzter Punkt wäre die kostenlose Fahrradmitnahme im Außenbereich, außerhalb des ABC-Bereiches. Wir haben das in Sachsen-Anhalt und wir würden das hier auch in den Abendstunden und auch im Außenbereich, wenn man jetzt in Brandenburg, mein Weg von Prenzlau nach Schwedt und so weiter, das als Steuerungsinstrument und Anreiz. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch. Mir scheint das auch, dass es toll wäre, wenn Sie diese Botschaften in diesem Beitrag auch aufschreiben könnten. Nochmal zu den Meldungen. Hier war vorne eine Meldung. Ja, ich habe eine kurze Anmerkung, Herr Kürs. Sie haben vom Jahrhundertprojekt gesprochen. 2050, das ist kein Jahrhundert mehr weg. Also das müssen wir schneller schaffen. Dann ja, haben Sie von Individualbedürfnissen beim Pkw-Verkehr gesprochen. Da frage ich mich immer, was das Individualbedürfnis beim SUV in einer Stadt wie Berlin ist. Und das war jetzt eine halbe Frage und dann die richtige Frage. Wir haben jetzt, wie ich gelesen habe, auch in Berlin werden die Feinstaubwerte an den Straßen überschritten. Und da wäre es dann meine Frage, was da denn jetzt wirklich konkrete Maßnahmen sind, um das zu unterbinden. Vielleicht sammeln wir noch eine letzte Frage und geben dann ins Podium. Ja, eine Frage ans ganze Podium. Ich bin Mitglied im Solarenergieförderverein. Er sitzt in Aachen, da sitzen intelligente Leute im Vorstand, Ingenieure, Doktoren, Professoren. In der Mitgliedszeitschrift vom Dezember etwa ist mir aufgegangen, da ging es ausschließlich um die Notwendigkeit, die Solarenergie oder überhaupt die erneuerbaren Energien zu fördern. Können Sie das ein bisschen näher an Ihren Mund halten? Und das ganze Heft hat eigentlich den Eindruck erweckt von Panik. Es entsteht Panik unter den Leuten, die mit dem Thema
Klimaerwärmung umgehen. Und der Solarenergieförderverein hat gesagt, wir müssen sofort, koste es, was es wolle, umsteigen. Prinzipfrage, ich richte diese Frage an das ganze Podium. Ist der Ernst der Situation klar und welche Folgerungen werden daraus gezogen? Gut, ich hoffe, das Podium hat mitgeschrieben. Wer möchte anfangen mit Reaktionen auf die Fragen? Ja, vielleicht ganz, ganz kurz. Ich glaube, der Sinn für den Ernst steigt und gleichzeitig hat Herr Kirchner, glaube ich, sehr deutlich gemacht, welche Herausforderung das in der politischen Vermittlung bleibt. Und vor dem Hintergrund fand ich den Hinweis jetzt auf solche Kennziffern, was kostet eigentlich die eingesparte Tonne CO2, extrem hilfreich, weil das ist, dreht dann nochmal einen Kompass um, ne? Denn heute finden die Mobilitätsinvestitionen nach völlig anderen Kriterien statt und müssen sich überhaupt nicht rechtfertigen. Also wenn das eine Pflichtkennziffer wäre, jedes Euros, der für Verkehrsmaßnahmen in die Hand genommen wird, wäre das eine Riesenhilfe, weil man damit plötzlich transparent hätte, wo geht's in die richtige Richtung und wo investieren wir die Euros für dieses Klimaziel zentral. Also insofern passen diese beiden Fragen, glaube ich, auch wirklich gut zusammen. Weitere Reaktion? Ja, also ich glaube, Ernst des Klimaschutzes ist mehr als klar. Deshalb bin ich in der Presse auch gerne so ein bisschen als mir sehr hartnäckig und streitbar verschrien. Genau deshalb tun wir das und müssen auch die Grünen leider noch zum Jagen tragen. Das muss ich auch in der Böll-Stiftung sagen. Die versucht natürlich jetzt irgendwie einen Koalitionsfrieden hinzukriegen, weil auf Bundesebene die Grünen irgendwie bei 7% nur mit den Umfragen sind. Und da möchte man natürlich nicht bei Rot-Rot-Grün rausgeschmissen werden. Das heißt, das versuchen wir jetzt auch alles irgendwie einzunehmen. Aber wir behaken uns, wo immer es geht und sind aber auch freundschaftlich miteinander, wo es geht und versuchen halt miteinander was hinzukriegen. Also die Ernsthaftigkeit ist auf jeden Fall da wahrzunehmen. Ich komme mal zu dem Individualbedürfnis beim SUV. Da gibt es nämlich was ganz Spannendes. Es ist fast das gleiche wie beim Radverkehr. Zum Teil sind das die Menschen mit PS und was weiß ich nicht. Da will ich jetzt nicht eingehen. Aber es gibt auch eine ganz große Gruppe, die einfach Angst hat und sich gerne mit so einem Panzer durch die Gegend bewegt, weil sie Angst vor anderen Autofahrern hat. Und das sind zum Teil aber auch Menschen, die vielleicht gerne Rad fahren würden, aber sich nicht trauen, weil ihnen das zu gefährlich ist. Das heißt, das gleiche Bedürfnis, was dazu führt, dass manche sich so ein dickes, fettes Auto kaufen, um geschützt zu sein, führt dazu, dass sie nicht aufs Rad umsteigen. Das heißt, wenn wir Radfahren sicher machen können, also geschützte, breite Radwege, Straßen, wo auch gar keine Autos drauf dürfen, nur LKWs, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die SUVs müssen nicht mehr fahren und es fährt mehr Mensch auf dem Rad und dem Klima ist am Schluss auch geholfen. Mitnahme von Rädern. Wir im Volksentscheid Fahrrad haben uns da nicht zu positioniert aus einem ganz bestimmten Grunde, weil wir dann einmal mit Frau Henkel Ärger kriegen würden, aber das ist, glaube ich, nicht das wesentliche Thema. Die produzierte Fläche im ÖPNV oder im SPNV, also S-Bahn, Regionalexpress oder Ähnlichem, ist mit eines der teuersten Produkte, die dort produziert wird. Dort jetzt Fahrräder draufzustellen, um sie von A nach B zu bringen, ist ein Thema, wo man aus Klimaschutzgründen einfach zweimal nochmal nachfragen darf. Für uns Fahrradfahrer wäre das geil, sage ich genauso, finde ich super. Aus Klimaschutzgründen bin ich ganz strikt dagegen. Auch die Niederlande, Holland, tun alles, um die Räder aus dem Zug rauszukriegen. Die Idee ist, die erste Meile mit dem Fahrrad, dann im ÖPNV und die letzte Meile wieder mit dem Fahrrad. Und das halte ich tatsächlich für eine vernünftige, insbesondere aus Klimaschutzgründen, eine vernünftige Arbeitsteilung zwischen den Verkehrssystemen. So leid uns das als Fahrradfahrer tut. Genau, da kann man, ja, genau. Nachtstunden kann man anders drüber nachdenken. Das finde ich auch spannend. Das sollte man tatsächlich auch intensiver tun. Ja, Multimodalität des Radgesetzes, das hatten Sie nochmal mit angesprochen, also gerade mit den Außenbezirken, wo wir für sorgen wollen, 100.000 zusätzliche Radabstellplätze an den ÖPNV halten, dass die Leute die erste Meile mit dem Fahrrad fahren können, dann in die S-Bahn Regionalexpress einsteigen und die letzte Meile wieder, kommt ein bisschen Bikesharing in der Stadt vielleicht noch dazu oder einfach das berühmte Fahrrad, Bahnhofsfahrrad in der Stadt. Das heißt, die Parkplätze müssen her, und zwar an beiden Enden dieser Wege. Wenn man Holland anschaut, Amsterdam Central, lohnt sich mal hinzufahren. Einmal um den Bahnhof rumlaufen, da sind 5.000 Fahrradabstellplätze. 5.000 Fahrradabstellplätze. Die sind auch alle nicht schick. Also das Fahrradparkhaus ist geil, das sieht ganz toll aus. Aber alles andere ist einfach össelig. Das sind Doppelstockständer, da geht es einfach um Masse. Und wer dann da gewesen ist, der geht einfach wieder zu unserem Hauptbahnhof oder zum Ostkreuz oder auch immer, läuft auch einfach mal drumherum und kann das wahrscheinlich mit dem DIN A4-Blatt mit Strichen einmal abzählen.
Insofern, Multimodalität heißt tatsächlich, Parkkapazitäten fürs Fahrrad schaffen, dass wir die erste Meile mit dem Rad hinkriegen und den Rest halt dann mit dem ÖPNV. Bike Transit heißt der Fachbegriff dazu. Weitere Reaktion? Ja, ich würde das gern gleich ergänzen und auch an dieser Stelle nochmal deutlich machen, wie schwer es teilweise auch ist, durch die Instanzen da etwas zu erreichen. Unser Büro ist direkt am Hardenbergplatz, das ist eine tolle ÖV-Drehscheibe und trotzdem hatten wir vor, für unsere fahrradfahrenden Mitarbeiter Fahrradplätze, Fahrradabstellanlagen zu installieren. Und am Hardenbergplatz gibt es durchaus vorhandene Fahrradabstellanlagen, die sind aber unendlich blockiert durch Dauerräder, die dort angekettet sind, aber eben auch sogenannte Leihräder, die von dem Betreiber dort installiert werden. Da ruft man eine Telefonnummer an und dann kann man die öffnen. Man hat keinen freien Abstellplatz und es ist 2 Jahre gewesen, dass ich mit dem Bezirk darüber gestritten habe, dass wir auf eigene Kosten 5 Fahrradständer irgendwo hinstellen dürfen, damit das möglich ist. Es war nicht möglich. Wir haben um Ortstermine gebeten, nichts hat stattgefunden. Wir haben jetzt tatsächlich im 2. Stock ein Zimmer angemietet, um dann dort den Fahrradfahrern etwas anzubieten. Duschen haben wir schon. Aber nur um nochmal deutlich zu machen, an einem der zentralen Plätze, wo genau dieses Thema Multimobilität gelebt werden muss, ist das unheimlich schwierig. Dafür gibt es aber viele Busplätze. Und wenn man am Samstag mal rund um den Zoo läuft, dann sieht man, was da ist, nämlich Unmengen Fernbusse, Unmengen auch Bringbusse, die tatsächlich jetzt bei diesen Temperaturen vor sich hin dieseln. Und da bin ich auch nochmal bei einem Thema, nämlich bei dieser Frage, ist uns der Ernst der Situation bewusst und will mal weg von CO2 hin zu der eben angesprochenen Feinstaubthematik. Denn Heinrich Strösenreuther hat es ausgeführt, wir müssen uns Gedanken machen, mit welchen Fahrzeugen wollen wir auch im ÖV in Zukunft unterwegs sein. Und diese Branche muss da mal ganz selbstkritisch auf den Bauchnabel schauen und sich fragen, wie lange setzen wir noch auf Diesel? Und Diesel haben wir nicht nur im Busbereich, sondern auch auf den nicht elektrifizierten Eisenbahnstrecken. Und wir müssen jetzt entscheiden, auf welche Technologien wir dort setzen, damit wir auf diesen kleinen, in der Regel sind es Nebenstrecken, tatsächlich auch anders unterwegs sind. Und wenn wir über das Jahr 2030 sprechen, dann sind wir vom VBB im Auftrag der Länder jetzt gehalten, diese Ausschreibungen vorzubereiten und tatsächlich uns Gedanken zu machen, ob wir beispielsweise mit Wasserstofftechnologie dort unterwegs sein können. Wasserstoff, der womöglich auch mit Windkraftanlagen in Brandenburg erzeugt wird. Also andersrum gesagt, hier müssen wir gemeinsam nachdenken. Und eine große Herausforderung sehe ich auch darin, dass wir über so etwas wie Auslastungssteuerung im ÖV auch weiter nachdenken müssen. Die Digitalisierung war eine super Chance für den ÖV. Haben wir zwar leider nicht selber erfunden, sondern die Firma Apple und Co. Aber wir nutzen es, weil immer mehr Menschen natürlich diese Zeit nutzen wollen, um online zu sein, zu arbeiten etc. Der ÖV ist der Gewinner dieser Digitalisierung und hier muss es gleich weitergehen. Denn so unattraktiv es ist, in einem vollen Fahrzeug zu sein. Es ist sehr energieeffizient, sehr CO2 super und auch für den Feinstaub ganz klasse. Denn erst wenn dieses Ding richtig voll ist, können wir richtig sparen. Aber, und da geben Sie mir sicher alle recht, für lange Strecken super unattraktiv. Und da kann man etwas machen, indem man da tatsächlich moderne Technologie nutzt. Wenn so ein Fahrzeug in Doppel- oder Dreifachtraktion ankommt, dann kann man sagen, hinten einsteigen, gibt es noch Sitzplätze. Vorne einsteigen, gibt es noch Fahrradabstellplätze. Und an der Stelle liegt auch die Zukunft. Und da müssen wir jetzt hin und müssen jetzt die Entscheidung treffen. Ich will das Thema SUV nicht zu sehr strapazieren. Ich will nur davor warnen, in das individuelle Wahlverhalten eines Bürgers das zu verurteilen oder nicht zu verurteilen, sondern warum auch immer jemand ein solches Fahrzeug kauft. Keine Ahnung, ob das das Sicherheitsbedürfnis ist, ob das das, keine Ahnung, ich muss Sportgeräte haben oder ich möchte in der Großstadt als Cowboy wie auf dem Land fahren. Keine Ahnung. Es ist aber in einer freien Gesellschaft das individuelle Verhalten, das individuelle Wahlverhalten. Und wir müssen da wird schon genickt, im Sinne von mit dem Kopf geschüttelt. Es ist nicht das Individuelle. Ich hoffe, dass ich in einer Gesellschaft lebe, wo ich selber entscheiden kann, welches Produkt ich kaufe oder eben nicht kaufe. Wenn in Berlin, ich bin 2010 nach Berlin gezogen, wenn ich mir eine 150 Quadratmeter Loftwohnung genommen hätte, einen Riesenraum mit 3 Meter hohen Decken, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, wow, coole Wohnung. Es hätte keiner, wäre auf die Idee gekommen, naja, steht hier so eine Wohnung überhaupt zu?
CO2 pro Quadratmeter, brauchst du 3 Meter hohe Decken? Ich weiß nicht, wie Sie alle wohnen. Es ist schon das Hassobjekt, was da steht, und da muss man einfach auch ehrlich sein. Das Hassobjekt, was da steht, ist der SUV. Der wird auf der Straße gesehen. Er wird von vielen nicht gemocht. Von vielen wird er anscheinend gemocht. Ich will nur sagen, wir müssen da ehrlich zu uns selber sein. Das individuelle Kaufverhalten muss auch das individuelle Kaufverhalten bleiben. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Das Thema... Naja gut, dass Automobilhersteller keine Fahrzeuge bauen und sie nicht bewerben, das ist ja wohl klar. Wenn ein solches, ich habe früher selber bei Ford gearbeitet. Ford ist irgendwann in die SUV-Schiene eingestiegen und sind damit erfolgreich. Das Unternehmen hätte es fast irgendwann gar nicht mehr gegeben in Deutschland, dass sie noch in Köln hätten produzieren können, weil sie eben mit ihren bisherigen Produkten nicht erfolgreich waren. So, also dass ein Hersteller, der ein Fahrzeug produziert, dafür natürlich auch wirbt, das liegt ja auf der Hand. Genauso wie auch für Kleinfahrzeuge oder Mittelklassefahrzeuge geworben wird. Jedes Fahrzeug, das egal in welchem Segment angeboten wird, wird auch beworben. Ich will aber trotzdem, da ich gerade am Mikrofon bin, noch kurz die Frage Feinstaubproblematik beantworten. Das hat natürlich aus unserer Perspektive, also wir als Neufahrzeuganbieter, was mit Technologie zu tun. So, ich muss differenzieren zwischen Neuwagen und Fahrzeugbestand. So, und ich habe alte Technologie im Fahrzeugbestand. So, und vor dem Hintergrund ist je schneller der Austausch dieser Fahrzeuge stattfindet, umso weniger Probleme habe ich natürlich auch. Je mehr Elektrofahrzeuge ich im Markt habe, umso weniger Probleme habe ich. So, und vor dem Hintergrund ist es so, und diese Bestandsfrage, das als letzte Anmerkung, weil Sie sind, also damit einem klar ist, über was für ein Problem wir eigentlich reden. Wenn wir über die Klimaziele sprechen, im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung, da steht drin, Reduktion der Verkehrs-CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 40-42% für den Verkehr. Wir können ab morgen nur noch null Emissionsfahrzeuge zulassen. Das Ziel wird nicht erreicht. Es geht gar nicht. Wenn Sie ab morgen nur noch null Emissionsfahrzeuge zulassen, werden wir das Ziel nicht erreichen. Und es liegt an den Bestandsfahrzeugen. Der Bestand, wir müssen an den Bestand ran. Und dann bin ich beim Thema, mit welchen Kraftstoffen werden diese Fahrzeuge eigentlich gefahren? Regenerative Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, Biokraftstoffe. Das ist eine Thematik, wenn wir das Ziel erreichen wollen bis 2030, funktioniert es nicht über die Neufahrzeuge, nicht allein über die Neufahrzeuge. Unser Job ist, möglichst viel Null-Emissionsfahrzeuge in den Markt zu bringen. Okay. Aber wir müssen auch an den Bestand ran. Ich glaube, Herr Kirchner wollte darauf reagieren. Ja, da gibt's bestimmt, das war auch jetzt eine Steilvorlage. Das stimmt ja mit dem SUV. Und ich sage Ihnen nur, das Problem liegt, dass der da drin sitzt, denkt, er hat ein Vorrecht über Raum, über grüne Ampeln und über Parkplätze. Und da liegt das Problem. Und da sage ich Ihnen ganz deutlich, ja, die Freiheit hat er oder die. Sollen sich so ein Ding kaufen, aber sie sollen nicht mehr den Rechtsanspruch für sich herleiten, dass sie dann hier durch die Stadt düsen können und anderen den Raum wegnehmen können. Ich habe mal gesagt, es bin ich übrigens übelst beschimpft worden, wer in Berlin Auto fährt, hat so viel Zeit. Ja, so, dann sage ich, das ist die Freiheit, ist okay, stellen Sie sich in den Stau, wir werden das bloß einspurig machen an den Hauptverkehrsstraßen, weil wir brauchen den Platz für andere. Und dann wird da... Und das meine ich mit Verkehrswende. 1968 hat dann, so wird ja erzählt, der Bundesverkehrsminister Leber im Bundestag versprochen, jeder Deutsche wird bis zum Jahr 2000 nur noch 20 Kilometer von der nächsten Autobahnanschluss wohnen. Das war das Denken, übrigens in Ost und West. Dann wurden die Städte entsprechend umgebaut seit den 30er Jahren, in den 60er, 70er Jahren. Und wir sagen jetzt, wir bauen nicht zurück. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Und dann sollen die immer noch ihre SUVs kaufen. Sie haben ja völlig recht, die Dinger sind auf dem Markt, auch weil sie gekauft werden. Aber dann nicht mehr in der Innenstadt, weil sie werden dann nicht mehr durchkommen. So, weiteres zu den Konstellationen ausgegebenes Geld und CO2-Emissionen. Diese Berechnung gibt es zum Beispiel für die Busflotte der BVG. Das ist zugegebenermaßen noch nicht die Gesamtschau, aber die haben das schon mal gemacht, weil die stehen jetzt nämlich vor der Entscheidung, ob sie sich Elektrobusse kaufen, die es noch nicht gibt, oder ob sie Gasbusse kaufen, die auch 15 bis 20 bis 25 Jahre fahren, auch Emissionen haben, oder ob sie Filter kaufen, die Stickoxide da rausziehen und so weiter. Da haben wir tatsächlich das Problem, wir haben mal so vergleichende Forschung gemacht, das ist aber noch nicht abschließend verifiziert. In China
in den Großstädten, in den Großmetropolen, Shenzhen und so weiter, da haben die Busflotten von bis zu 30.000 Elektroautos, Elektrobussen. Und wir wissen noch nicht, ob die Dinger überhaupt ökologisch gebaut wurden und warum das bisher noch nicht möglich ist, dass man in Mitteleuropa, das ist ja nicht irgendwie am Rande der Welt, nicht in der Lage ist, Elektrobusse zu kaufen und zu bauen und das möglichst auch nicht erst in 10 Jahren. Das ist ja bei den U-Bahnen und bei den S-Bahnen genauso. Das ist ja wie sozialistische Planwirtschaft. Ja, da muss man sich anmelden und dann kriegt man 2023 die ersten Züge geliefert. Das will ich bei der, ja, das will, also so, das will ich, das mag ich ja bei der S-Bahn, weil das ist wirklich ein spezielles System, ja, noch irgendwie verstehen. Aber bei den anderen Fahrzeugen ist das schwierig. An der Stelle sei schon nochmal gesagt, ja, wir meinen das ernst. Das gab gestern im Abgeordnetenhaus eine ernsthafte Debatte, die war sogar ziemlich gut, wenn auch manchmal polemisch, um die Entfesselung des Klimastadtwerks. Und da wird mit 100 Millionen Euro übrigens das Stammkapital aufgestockt, damit auch das Klimastadtwerk operieren kann und handeln kann und auch erneuerbare Energien zum Beispiel erzeugen kann. 203 Millionen Euro bis 2020 sind jetzt in der aktuellen, aber auch mittelfristigen Finanzplanung für den Radverkehr vorgesehen. Dieses Jahr 10 Millionen, nächstes Jahr 40 Millionen zusätzlich und dann ab 2019 mindestens für 3 Jahre jeweils 51 Millionen zusätzlich. Das ist ernst. Wir haben 1 Milliarde Euro für die Straßenbahn zur Verfügung gestellt. Die BVG hat gerade eine extra Gesellschaft, Tochtergesellschaft zum Ankauf der neuen Straßenbahn gegründet als Tochter. 1 Milliarde sind jetzt für die nächsten Jahre auch nicht so wenig. Die neuen S-Bahnen werden gerade bestellt. Da steht zumindest schon mal ein Holzmodell in Rummelsburg. Das ist wirklich kein Witz, ja. Ein Holzmodell kann man sich angucken, ist befragt worden. Beteiligung ist ja auch sehr wichtig. Und die haben dort auch die Fahrgastverbände durchgeführt durch dieses Holzmodell. Und man hat dann auch noch eine Verbesserung festgestellt. Aber das ist tatsächlich ernst gemeint, auch den Fahrzeugpark auszutauschen. Vielleicht zum NOx muss man deutlich sagen, wir sind da mutig. Wir werden nicht bloß mit Tempo 30 reagieren oder mit der Verstetigung des Verkehrs, was ja oftmals dann auch als eine der Maßnahmen ist, sondern denken ernsthaft darüber nach, auch Fahrverbote auszusprechen. Das wird keine Freunde machen. Aber wir reden hier von Umweltgerechtigkeit. Allen Ernstes, 25.000 bis 30.000 Menschen an den wirklich hochgradig belasteten Straßenabschnitten werden durch diese Stickoxide krank. Das ist bewiesen. Und da kommen wir wieder auf Ihren SUV-Fahrer zu. Wieso hat der eigentlich das Recht? Ja? Na. So. Okay, vielleicht, so. Vielleicht öffnen wir jetzt. Da geht es dann wirklich hart zur Sache und das wird noch Spaß machen, diese Diskussion. Ich meine, eine Baustelle für eine Woche, ne, bringt ja diese Stadt schon an den Rand des Wahnsinns. Okay. Und da werden dann ganze Abschnitte dann auch über längere Zeit sicherlich stark eingeschränkt werden. In der Frankfurter Allee wird eine Spur statt auswärts gesperrt, Modell für den Radverkehr. Ich schlafe dann vorher gut aus. Dann hole ich mir die Leute vom Volksentscheid und dann stellen wir uns da gemeinsam hin. Da muss ich ganz kurz Herrn Kirchner auch sekundieren. Wenn es jetzt irgendwann ernst wird mit den Parkplätzen, weil die für Radwege weggenommen werden, dann seid ihr auch gefordert, dorthin zu gehen und zu helfen. Das schafft ein gewählter Politiker, Politikerin nicht alleine. Das schaffen wir als Initiative auch nicht alleine. Dieser Kampf um jeden Quadratmeter, der entscheidet über den Klimawandel oder nicht. Da seid ihr als Menschen mitgefordert. Okay. Okay, weitere Fragen aus dem Publikum. Ja, vielen Dank. Also Herr Kors, ich glaube, ich bewundere sich ja, dass Sie sich hier in die Höhle des Löwen reinbegeben haben. In meinen Ohren hört sich das alles sehr unglaubwürdig an. Wenn die Automobilindustrie freiwillig mal auf die 7 Milliarden Dieselsubventionen verzichten würde, dann könnten Sie Ihre Aussagen hier auch ein bisschen mit Substanz füllen. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um den Titel der
Veranstaltung nochmal Klimaschutz und Mobilität für alle, die Berliner Verkehrspolitik und der Klimaschutzbeitrag des Radgesetzes. Und ich habe gerne eine Frage an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Podium. Was wünschen Sie sich für das Radgesetz, für die Umsetzungszeiträume und für die Flächenverteilung in dieser Stadt, um den Klimaschutzbeitrag Berlins bis 2030 auf jeden Fall durchzuhalten? Nächste Frage. Danke. In der Landeshauptstadt München wird jetzt bis zu 1.000 Euro die Anschaffung eines Lastenfahrrads, eines elektrisch betriebenen, gefördert. Und das Spannende ist, dass nochmal 1.000 Euro draufkommen, wenn man nachweisen kann, dass man dafür ein Verbrennerkraftfahrzeug nicht mehr benutzt. Ist sowas für Berlin auch denkbar, Herr Kirchner? Und was sagen Sie dazu, Herr Kors? Dritte Frage hier vorne. Ja. Hallo, guten Abend. Lisa Göldner von GenderCC Women for Climate Justice. Ich muss jetzt schon noch mal auf den Kommentar des Autolobbyisten reagieren und seinen Wunsch, doch bitte die individuelle Wahlfreiheit zu bewahren. Und an dem Punkt möchte ich gerne anmerken, wer hatte denn bisher wirklich Wahlfreiheit, welche Art von Mobilität ihm oder ihr offen steht? Und das möchte ich nämlich gerade bei diesem Titel Klimaschutz und Mobilität für alle noch mal unbedingt anmerken. Es ist eben nicht so, dass Mobilität bisher ausschließlich nur klimaschädlich war, so wie sie bisher gelaufen ist, sondern sie war vor allem auch unglaublich ungerecht, weil eben ganz viele Leute nicht die Wahl hatten, zwischen welchem Verkehrsmittel sie jetzt heute wählen können. Und ich glaube, bisher hat diese Norm des individuellen, motorisierten Individualverkehrs sich eben an einer Norm eines Menschen orientiert, der hier durch den Autolobbyisten, finde ich, sehr gut verkörpert ist. Einem gesunden Menschen, einem gesunden Mann mit gutem Einkommen. Und bisher sind aber sehr viele andere Leute von einer Mobilität in der Stadt ausgeschlossen geblieben. Und ich glaube, das ist gerade in Berlin äußerst wichtig. Denn hier sind sehr viele unterschiedliche Menschen, die sehr viele unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse haben und die bisher keine gerechten und gleichen Möglichkeiten haben, sich an Mobilität, also in dieser Stadt mobil zu sein. Und ich würde eben schon, meine Frage würde sich jetzt an den Herrn Kirchner richten. Ich glaube, dass die rot-rot-grüne Regierung hier in Berlin genau die richtige Entscheidung getroffen hat, zu sagen, wir gucken nicht, wie Berlin jetzt eine super Modell-Pilotstadt für Elektromobilität und individuelle Elektromobilität werden kann, sondern diese Frage der Umverteilung von öffentlichem Raum aufzumachen. Und meine Frage wäre jetzt an Herrn Kirchner, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass wirklich die Leute, die bisher nicht mobil sein konnten in dieser Stadt, nämlich Menschen mit geringem Einkommen, Menschen mit Behinderung, wie können wir die als Norm für Verkehrspolitik machen? Denn ich halte es so für eine Mehr, dass wir hier alle die freie Wahl haben, mobil zu sein. Menschen sind so unterschiedlich mobil. Der ÖPNV zum Beispiel wird hauptsächlich von Leuten mit geringem Einkommen genutzt. Radverkehr sind immer noch größtenteils Frauen, die bisher Rad fahren. Wir wissen aus der feministischen Verkehrsforschung, dass Männer und Frauen beispielsweise sehr unterschiedlich mobil sind, dass Frauen Wegeketten zurücklegen, andere unterschiedliche Verkehrsmittel wählen. Und deswegen würde ich gerne diese Frage, wie können wir Mobilität für alle tatsächlich ermöglichen, nochmal jetzt hier auf das Podium zurückwerfen und die Frage stellen, wie können wir diese Norm des Menschen, die wir bisher bei Verkehrsplanung angenommen haben, so verändern, dass es wirklich auch die Leute die Möglichkeit gibt, mobil zu sein, die bisher ausgeschlossen geblieben sind. Danke. Vielleicht noch eine letzte Frage von hinten. Ja. Irgendwo draufdrücken. Ja, vielen Dank. Hermann Ott, Wuppertal-Institut und Deutscher Naturschutzring. Anknüpfend an die Frage der Kollegin vorher. Ein Aspekt fehlt mir bisher bei der ganzen Diskussion, die ja sehr viel abdeckt und die ja sehr informativ ist. Aber wenn ich über Radverkehr rede und wenn ich über die Wirkung des Radverkehrs rede und die Förderung des Radverkehrs, dann geht es mir darum immer auch um etwas Größeres. Nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um einen Umbau der gesamten Stadt. Der Staatssekretär hat es eben kurz angesprochen. Es geht um den Raum, es geht um Umweltgerechtigkeit. Und da ist tatsächlich der Radverkehr und Fußgänger. Also wenn Rad und Verkehr und Fußgänger gefördert werden, dann bewirkt das einen Umbau, eine sogenannte Transformation einer Stadt. Ein Beispiel Kopenhagen kann man sich das sehr gut anschauen. Das war auch eine autogerechte Stadt und schauen sich das jetzt an, wie es geworden ist. Deshalb meine Frage eigentlich an Schneidewind, Kirchner, Strößenreuther, vielleicht auch an den Kors, ich weiß nicht, wie seine Visionen aussehen. Aber tatsächlich ist es doch so, dass wenn der Radverkehr, so wie es von der Initiative Radentscheid gefordert wird, wenn das umgesetzt wird oder so ähnlich umgesetzt wird, dann ist Berlin eine andere Stadt und zwar eine sehr viel lebenswertere Stadt für alle Menschen.
Noch zwei weitere Fragen vielleicht? Ja, da hinten. Meldet sich schon lange. Ja, danke. Ich bin ehemaliger Verkehrsplaner aus Frankfurt am Main. Und ein Problem, ich möchte Hinweise geben für die weitere Bearbeitung innerhalb der Verwaltung und den einzelnen Gruppen. Ich habe erkannt aus meinem Berufsleben, Problem ist einmal Geld in der Planung und Problem sind die Umsetzungszeiträume. Es wurde hier im Plenum richtig erkannt, viel zu lange, 10, 15 Jahre. Also, Sie kamen als Herr Strößenhäuter eigentlich auf die Idee, sinnvollerweise eigentlich den Radverkehr, sprich die Mobilitäts- oder Verkehrsmittel eigentlich zu fördern, die mit Nahmobilität heute zu tun haben. Das heißt, es ist der Fußverkehr am günstigsten, effizientesten und am schnellsten, ist der Radverkehr und der ÖPNV, wenn überhaupt, überlegenswert, im Oberflächenbereich nachzudenken, ob A, der Bus auf der vorhandenen Infrastrukturstraße schlichtweg Trassen zugewiesen kriegt und der PKW eben woanders langfahren muss. Ich bin für radikale sozusagen Öffnung sogar Straßenräume für den ÖPNV. Und dann kann man nochmal nachdenken, in die Infrastruktur Straßenbahn sich auch nochmal Gedanken zu machen. Das finde ich ja nicht schlecht. Aber wenn Sie momentan die Kapazitäten einer Straßenbahn und das Wachstum der Fahrgastpotenziale sehen und auch die schmalen Fahrzeuge, habe ich als Planer meine Schwierigkeiten, dort Entwicklungspotenziale noch für die nächsten 10, 15 Jahre zu. Also nachzudenken, im derzeitigen Straßenraum die Verkehrsmittel zu fördern, die bei Nahmobilität ganz vorne stehen, Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV, wenn es möglich ist, natürlich mit dem Bus am einfachsten. Und hier nochmal nachzudenken, ob nicht Systeme wie Straßenbahnen nicht mit Fahrleitungssystemen gefüttert werden, die oberirdisch mit Masten und Draht hergestellt werden, sondern es gibt aus Frankreich auch bekannt Straßenbahnen, wo sozusagen die Stromzuführung im Straßenraum unten unterm Asphalt versehen ist. Und das wäre meiner Ansicht nach eine Überlegung wert. Danke. Vielen Dank. Vielleicht noch eine Frage? Da in der Mitte. Genau, Uli hat ihn schon gesehen. Ja, also ich finde es zwar verständlich, aber nicht sinnvoll, nur gegen den Autolobbyisten jetzt zu schimpfen. Man muss auch mal auf den Senat schimpfen, denn es waren schon viele, viele Gelder bestimmt für den Radwegeausbau und wurden nicht ausgeschöpft. Es mag zwar schwierig sein mit den Planungsverfahren, aber man könnte viel mehr machen. Außerdem ist Berlin eine ganz Zebrastreifen-Fußgänger unfreundliche Stadt. Es gibt keine Fußgängerzonen, außer in Spandau, Wilmersdorfer Straße. Also die kann ich an einer Hand aufzählen. Ja? Und überall stehen Autos. Und das ist nicht nur ein Umweltproblem mit Staub und Schmutz und CO2 und NO2, sondern auch ein ästhetisches, weil an den Bürgersteigen, wenn man über die Straße will, alles, überall wird zugeparkt. Und ich bin dafür, eine Null-Toleranz-Politik, viel mehr Ordnungskräfte, alles abschleppen und vielen Dank für diesen Beitrag. Ich würde jetzt eher wieder zurück aufs Podium geben. Uli, ich würde erstmal wieder hierher gehen. Vielleicht drehen wir noch eine letzte Runde. Aber mit Blick auf die Uhr, vielleicht sammeln wir jetzt erstmal die Reaktionen und Antworten vom Podium. Jetzt fange ich mal an. Fangen wir hinten an. Diese Null-Toleranz-Politik. Hallo, wir leben in einer freien Stadt. Ja, so. Und meine Idee ist es nicht, dass an jeder Ecke dann eine Ordnungsmacht steht und so weiter. Ich denke schon, dass wir das, und das ist eine Herausforderung, hinkriegen müssten eigentlich in einer Stadt, die so viel auf Freiheit setzt, dass wir auf uns selbst aufpassen können. Wo ich Ihnen aber recht gebe, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und da steht auf dem Radstreifen ständig in irgendein Auto, ich muss ausweichen und so weiter, da wäre ich dann auch radikal, da gebe ich Ihnen recht. Zu den Fußgängerzonen, ich liebe das immer, so wie der Berliner so seine Stadt wahrnimmt. Es gibt eine riesen Fußgängerzone, im Übrigen mitten in der Stadt, das nennt sich Alex.
Ja. Hallo? Hallo? Die reißt es zwar nicht raus, aber, da können wir dann später nochmal diskutieren. Das ist auch nicht meine Idee von Stadt, dass quasi das so segmentiert wird, weil die 60er Jahre, die 70er Jahre in den deutschen Kleinstädten, die dann Fußgängerzonen generiert haben, die dann abends tot waren, sind jetzt auch nicht meine Idee von Urbanität. Deswegen glaube ich schon, kann man da trefflich drüber streiten. Zur Ausschöpfung der Mittel. Wir werden im Bündnis für Radverkehr, das ist was anderes als das Gesetz, diese Operationalisierung der Umsetzung von den Mitteln, die zur Verfügung stehen, anders aufstellen und anders aufstellen müssen, damit es eben nicht 4 oder 5 Jahre dauert, bis man irgendwo einen Radweg angeordnet und umgebaut wird, damit es eben nicht 4 oder 5 oder 10 Jahre dauert, ehe auch mal ein komplizierter Knoten umgebaut ist, sondern diesem Bündnis sollen übrigens die VLB, die Wasserbetriebe, die BVG, die BSR, als auch die Bezirke sich verbindlich auf eine Maßnahmeliste einigen und die wird dann abgearbeitet, weil wir müssen das Geld auch ausgeben. Wir können es, und da gebe ich Ihnen völlig recht, nicht mehr leisten, hier immer so auf Zeit zu sitzen. Zur Tram-Leistungsfähigkeit kann ich nur sagen, dass die großen Flex-Cities haben 30% mehr Leistungsfähigkeit als die jetzigen, die da kommen. Da wird schon erheblich mehr auch mitfahren können. Das kann ich so nicht teilen. Bei dem Förderprogramm Lastenfahrräder, das steht im Koalitionsvertrag. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Teil des Gesetzes wird. So, wir streiten jetzt nicht, ob 1.000 da oder 1.000 Euro da. Aber an der Stelle ja, es soll ein Förderprogramm geben für den Kauf von Lastenrädern. Gerade vor dem Hintergrund der letzten Meile und dessen, was man dann alles auch mit den Lastenrädern transportieren kann. Und im Grunde genommen dann das Argument, ich brauche das Auto für den Wochenendeinkauf, möglicherweise dann schon entfällt. Mobilitätsgewährleistung hat für mich mehrere Aspekte. Da geht es um Sicherheit. Verkehrssicherheit steht nicht umsonst an ziemlich prominenter Stelle. Barrierefreiheit, gerade in der Mobilitätskette. Auch da müssen wir übrigens die halbe Stadt umbauen. Weil was nutzt uns die Barrierefreiheit im ÖPNV-Netz, wenn die Leute gar nicht aus ihrer Wohnung rauskommen oder aus ihrem Kiez, weil zum Beispiel keine Bordsteinabsenkungen da sind? So eine Kieze gibt es noch zuhauf, weil unsere Gründerväter eine andere Idee von Stadt hatten und die Borde teilweise 15 cm sind und hoch sind und da kommt keiner. Und auch keine, die mobilitätseingeschränkt ist, darunter. Das ist ein Punkt. Die Tarife, für mich ein ganz essentieller Zugriff auf die Mobilität, auch die Verknüpfung zwischen Mobilitätsdienstleistungen des ÖPNV, aber auch mit Leihfahrrädersystemen, auch mit anderen Mobilitätsdienstleistungen. Da werden wir, steht auch im Koalitionsvertrag, extra eine Arbeitsgruppe gründen. Machen wir auch im zweiten Halbjahr. Jetzt haben wir gerade keine Zeit, weil wir das Radgesetz verhandeln müssen. Aber es haben wir auf dem Schirm, weil das an der Stelle, ja, das soll schon auch Mobilität gewährleistet werden. Und ich darf daran erinnern, jetzt kommt der Werbeblock, ermäßigte Karte für Menschen mit wenig Einkommen, das ist ja auch schon beschlossen worden, da sind die Mittel auch schon im Haushalt und das soll ja auch in Kürze in Kraft treten. Ich habe jetzt bloß den Namen vergessen. Sozialticket, ja. Weil es wird günstiger. Mein Wunsch, ich denke gerne in Routen, auch wenn die vielleicht mal eine Lücke haben. Deswegen werden wir im Routennetz, auch in dem Radgesetz, erhebliche Sorgfalt walten lassen, wie wir das festschreiben. Mein Wunsch sind Schnellwege, damit man auch aus der Außenstadt schnell in die Innenstadt kommt, möglichst kreuzungsfrei, möglichst. Das wird nicht überall gelingen. Mein Wunsch sind Parkhäuser an den ÖPNV-Knotenpunkten. Wir werden mit 3, 4, 5 erstmal anfangen. Da ist Gesundbrunnen, Ostkreuz, Zehlendorf. Da sind schon etliche auch konkret im Gespräch. Und mein Wunsch sind vor allen Dingen sichere Kreuzungen. So, und der letzte Wunsch ist, und da werden wir auch mit der Transportgewerbe reden müssen, das ist das, was die BVG schon hat, nämlich Kameras in den rechten Außenspiegeln. Das sollte dann auch Standard werden in Deutschland. Und da wollen wir auch von Berlin aus einen Impuls geben für jeden LKW, der in diese Stadt kommt. Da werde ich dann auch wieder militant. Der sollte eigentlich nicht rein dürfen, wenn er nicht eine Kamera am rechten Außenspiegel hat, weil dies
ist das, was mir am meisten im Magen liegt, diese Unfalltoten durch rechts abbiegende Lkw-Fahrer. Ich sage ja immer, selbst in Berlin fährt keiner jemanden absichtlich um, ja, so, weil das ist nämlich dann das tatsächlich Verkehrssicherheit dann auch für alle. Ja, so, ganz kurz. Noch weitere Reaktionen auf die Fragen? Ja, vielleicht kann ich noch mal kurz, weil eben gesagt wurde, in die Höhle des Löwen. Ganz ehrlich gesagt, offenbart das ja so ein gewisses Grunddenken immer noch. Ich hoffe doch, dass wir alle das gleiche Ziel haben und dass Sie mir auch abnehmen, dass wir das gleiche Ziel haben. Null Emissionen, Dekarbonisierung der Gesellschaft, egal in welchem Sektor. Ob es der Verkehrsbereich ist, ob das der Gebäudebereich ist, ob das die Industrie ist oder ob es der Energiesektor ist. Das ist unser Jahrhundertprojekt. Natürlich, 2050, wir müssen das bis 20, ich habe Jahrhundertprojekt gesagt, das ist die Jahrhundertaufgabe schlechthin. Und daran müssen wir arbeiten. Ich will kurz auf das Thema Verbotspolitik eingehen. Wir halten das für vergleichsweise schwierig, wenn man mit Verbotspolitiken arbeitet. Was machen wir, wenn uns in 2020 100 Elektrofahrzeuge um die Ohren fliegen, dass die explodieren, verbrennen und so weiter? Dann will ich mal das Kaufverhalten sehen, dass das Kaufverhalten hin zur Elektromobilität das auch noch weiterhin fördert. Also dass wirklich Kunden ein solches Fahrzeug kaufen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Top-Fahrzeuge in den Markt bekommen. Ich will aber nur sagen, es ist nach wie vor, das ist eine Glaskugel. Wir können das nicht garantieren. So, und unsere Aufgabe ist, Elektromobilität möglichst sexy, möglichst spannend in den Markt zu bringen, dass der Kunde sie auch kaufen will. Aber mit Verbotspolitiken zu arbeiten, zum Beispiel zu sagen, und das ist ja auch ein Programm, zu sagen, ab 2030 kein Verbrennungsmotor mehr, halten wir für vergleichsweise schwierig. Insbesondere auch, wenn die Frage, wenn ich eine Kopplung haben möchte von Energiewende, Verkehrswende, welches Potenzial haben beispielsweise Elektrofuels? Und man darf sich natürlich auch nicht betrügen, das Elektrofahrzeug in der Innenstadt, was wir begrüßen, was wir pushen, hat lokal null Emissionen. Ich fahre selber Fahrrad. Ich wohne in der Nähe der Torstraße, fahre morgens mit dem Fahrrad von der Torstraße zum VDA am Gendarmenmarkt. So, also natürlich liebe ich auch möglichst wenig Geräusche, möglichst wenig lokaler Ausstoß. Das würde ich auch befürworten. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, sicherzustellen, dass das Elektrofahrzeug wirklich eine Zukunft hat, und wir wissen es nicht, Sie wissen es aber genauso wenig, so, dürfen wir nicht mit Verbotspolitiken arbeiten. Das halten wir für vergleichsweise schwierig. Und als letzter Satz, wie stellen wir uns eigentlich die Mobilität vor? Ich kann Sie nur einladen, mal auf die Homepage zu gehen, Mobilität von morgen. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen die nicht. Wir stellen uns die Mobilität von morgen, der Titel ist ja Klimaschutz und Mobilität für alle, also jeder Verkehrsträger. Wir sind für den Individualverkehr zuständig. Wir stellen uns autonomes Fahren vor, vernetztes Fahren, nachhaltiges Fahren im Sinne von elektrisches Fahren als eine Hauptdimension. Jemand, der von Ihnen vielleicht auf dem Parteitag der Grünen in Münster war, Herr Zetsche ist da ja aufgetreten, der wird wahrscheinlich, ich selber war nicht da, seine CASE-Strategie, aber ich finde, dadurch kann man das ganz gut verdeutlichen, CASE, das sind so die Kerndimensionen, an die letztendlich jeder Automobilhersteller arbeitet, C für Connectivity, das heißt möglichst viel Digitalisierung in ein Fahrzeug, dass die Fahrzeuge untereinander kommunizieren können, aber eben auch mit der Infrastruktur, dass ich so beispielsweise Park-Such-Verkehr vermeiden kann, dass ein Fahrzeug direkt zu einem Parkplatz auch geleitet wird, dass ich so nicht Fahrzeuge vor roten Ampeln stehen habe, wenn von der anderen Seite überhaupt keiner kommt, sondern dass die Infrastruktur mit dem Fahrzeug kommunizieren kann. Autonomes Fahren, für das A, S, Sharing, also das heißt, dass Fahrzeuge geteilt werden. Das ist ein großes Thema bei den Automobilherstellern und eben das E für die Elektrifizierung. CASE, Connectivity, Autonomous, Sharing und Electrification. Also das sind Dimensionen, an denen gearbeitet wird und wo jeder Hersteller im Grunde versucht, möglichst innovative Produkte in den Markt zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Henkel wollte noch reden. Ich würde gerne, weil das so eine schöne Steilvorlage war, noch mal ganz kurz drauf eingehen. Man kann ja beim Thema Marketing von Ihrem Verband viel lernen und von der Automobilindustrie. Und zu der Thematik, es muss sexy sein, finde ich, haben wir vielleicht einen spannenden Aufhänger, um gerade auch die Partnerschaft Fahrrad und ÖV auch mal ein bisschen jenseits von Verboten zu betrachten. Denn die deutschen Krankenkassen untersuchen ja tatsächlich jedes Jahr das Thema, wer ist wie fit und gesund in der Bevölkerung. Und oh Wunder, oh Staunen, Fahrrad
Fahrradnutzer und ÖV-Nutzer gehen das ganz nach vorne. Und meine Idee, das mal in eine App einzubringen, hat die Firma Citymapper auch entsprechend umgesetzt. Wenn Sie dort angeben, wie Sie von hier nach Hause kommen und die Verkehrsmittelwahl machen, werden Ihnen die Kalorien, die Sie dabei verbrennen, ebenfalls mit angezeigt. Und auch das werden wir in unserer VBB-App auch tatsächlich mit aufnehmen, wo Sie ja auch ein solches Routing hinbekommen. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen selbstbewusst sein, denn es wird dieser tolle Maßnahmenmix sein, Herr Kirchner, der den Erfolg tatsächlich bringt. Push und Pull haben die Verkehrsplaner vor 25 Jahren schon gesagt. Und ich glaube, wenn man tatsächlich auch wegkommt aus dieser Rumpelecke, Fahrrad und ÖV ist eine sexy Angelegenheit. Es ist schnell, es kann super attraktiv werden. Es wird auch gesund sein, wenn das Thema Sicherheit an irgendeiner Stelle gelöst wird. Und ich glaube, die Partnerschaft an dieser Stelle muss gestärkt werden, muss auch durch diesen Maßnahmenmix gestärkt werden. Der zentrale Schlüssel sind nicht nur Fahrradabstellanlagen, sondern auch tatsächlich so etwas wie Tickets, in denen man kooperieren kann. Wir gehen gemeinsam den ersten Schritt in 6 Wochen, wenn die Firma Nextbike ihr neues Fahrradleihsystem installiert und alle Abokunden mit der VBB-Fahrcard das Ding auch öffnen können und damit dann vielleicht auch die erste halbe Stunde bereits kostenfrei nutzen können. Leihfahrradsysteme und ÖV gehören aus unserer Sicht zusammen und Nextbike ist ein starker Player, den wir dann auch mit nach Brandenburg nehmen wollen, weil auch außerhalb des S-Bahn-Rings genau solche Systeme installiert werden, öffentlich nutzbar gemacht werden, auch für die vielen Touris, die wir da haben, denn ich sehe gar nicht ein, warum man am Wannsee aussteigt und überhaupt kein solches Fahrrad leihen können kann. Also hier gibt es Potenzial. Ich glaube, die Maßnahmen sind alle schon auf der Liste und wir müssen immer dran denken, nicht nur Verbote, sondern Attraktivität, denn diese Partnerschaft ist sehr attraktiv. Ich würde jetzt ganz gerne wissen, ob es noch Facebook-Kommentare gibt und was denn alles auf der Pinnwand steht. Also es gab einige Facebook-Kommentare und auch Fragen, die aufgeworfen wurden. Also es gab Kommentare zur Cargo-Bike-Prämie, die gelobt wurde. Forderungen nach mehr Radabstellboxen und die Kombination mit Elektro-Carsharing, dass das, also und auch anders beim ÖPNV, dass das verknüpft wird. Und dann die Beobachtung, dass bei den Straßenbaustellen in den vergangenen Jahren immer relativ wenig für den Radverkehr bei rumgekommen ist und dass die Situation nicht immer so verbessert hätte. Also oder da nicht an zukunftsfähige Radinfrastruktur gedacht wurde. Das waren die Kommentare und dann gab es auch noch 2 Fragen. Zum einen, die gehen beide an Herrn Kirchner. Zum einen gibt es ja das Dienstradmodell, was jetzt auch in der Privatwirtschaft schon relativ, also bei Privatunternehmen erfolgreich ist, dass man nicht nur einen Dienstwagen haben kann, sondern über seinen Arbeitgeber auch entsprechend ein Fahrrad bekommt. Das geht leider nicht im öffentlichen Dienst, wo da ein bisschen Entrüstung drüber war. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Im Moment bin ich da noch im öffentlichen Dienst angestellt, bei mir ging das auch nicht. Ob da das irgendwie Thema ist und angegangen wird und dann zum anderen die Frage, diese Lücke, die vorhin schon thematisiert wurde, zwischen dem Ziel von Paris, was CO2-Freiheit bis 2050 bedeutet im Verkehr oder auch in anderen Sektoren, und dem Klimaschutzprogramm von Berlin, das ja -85% nur als Ziel formuliert, ob das Thema ist im Senat und also da erkannt wurde und auch da Diskussionen gibt, wie man diese Lücke schließt. Genau. Wahrscheinlich erstmal zurück und das machen wir zum Schluss, oder? Kamera. Nee. War das jetzt wirklich so? Aber das ist ja gemein, alle, die jetzt hierher gekommen sind. Ne? Da sitzt irgendwo in der Welt jemand und fragt. Also die zweite Frage war, ob das Thema ist. Das ist Thema. Die Senatsverhandlung heißt nicht umsonst Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Und da werden wir auch weiter diskutieren, übrigens auch mit den Verbänden, da ist auch ein Gipfel vorgesehen und so weiter. Das kann ich an der Stelle nur bejahen. Und das Leihfahrradsystem, ich will jetzt nicht auf Montag, oder das Dienstfahrrad-Thema, ich will jetzt nicht auf Montag abzählen, aber das steht in der langen Liste, glaube ich, drin. Ne? Könnt ihr jetzt locker sagen, das regeln wir gesetzlich. Hoffentlich. Ja, auf dem Freitagabend hier. Genau, ich würde,
wenn es keine weiteren Kommentare von Facebook gibt, auf die Pinnwand eingehen. Vielleicht, Michael, könntest du die einmal clustern, die ganzen Botschaften, wenn das geht? Ja, so richtig, und zusammenfassen. So richtig einfach zu clustern war das nicht, sondern es sind so eher Kontinuum, ja, ist der Plural davon? Oh Gott. Also es ist eher so ein Kontinuum von vielen Sachen. Wir haben so zwei Metageschichten, nämlich zum einen die gendermäßige Zusammensetzung des Podiums und das Raumklima werden thematisiert. Das fällt vielleicht ein bisschen raus, aber sicherlich legitime Anmerkungen. Dann haben wir einen Bereich, der sich mit, also ganz viele Sachen, die sich mit dem Autoverkehr und dem Auto beschäftigen, also sowohl Dieselthemen, überhaupt mobiler motorisierter Individualverkehr in den Innenstädten, Autos zurückdrängen, der Klimaeffekt beim Autobau, Infrastrukturbau und Betrieb von Autos versus dem von Radverkehr, Reduzierung der Attraktivität überbreiter PKWs, also das SUV-Thema ist hier auch ordentlich angekommen, Feinstaub, Diesel-Thematiken, Stellplätze, die Frage von Umwandlung von Parkhausstellplätzen, von Autoparkhäusern in attraktive Fahrradparkplätze, was wahrscheinlich gerade an Bahnhöfen interessant ist. Dann haben wir einen ganzen Bereich, wo es um also Input für eine Fahrradinfrastruktur geht. Da sind Themen wie Fahrradstationen an Bahnhöfen, Busspurfreihaltung, Bikesharing, für eine halbe Stunde kostenlos am Tag, Lastenradthemen. Wir haben verschiedene Themen zum Netz von Fahrradstraßen, zum Thema Radschnellwege, dann geht es um das Thema baulich getrennte Infrastruktur, als das, was den Wechsel zum Fahrrad oder die Nutzung von Fahrrädern für viele Leute ja überhaupt erst ermöglicht. Das Thema Verwaltung, allgemeines Zuständigkeitengesetz, also die Verteilung von Aufgaben zwischen Bezirk und Land, die Zivilgesellschaft, die nötig ist für die Mobilitätswende, genauso wie die Welt retten kann, nur die Politik. Das sind so ungefähr die Themen, die hier im Wesentlichen angesprochen werden. Und dann gibt es noch einen etwas kleineren Block, wo es um Verhalten und Fehlverhalten geht, nämlich sowohl das Fehlverhalten von Radfahrern, die ohne Licht und auf Gehwegen fahren, oder Autofahrern, die alles zuparken, zugeparkte Übergänge, Radwege und sowas. Das sind, glaube ich, die Themenblöcke, die sich hier abgezeichnet haben. Also ganz schön vielfältig, aber doch um das Thema, wie leben wir in der Stadt eigentlich mit den Verkehrsmitteln zusammen. Vielen Dank, Michael. Es ist 8 Uhr. Ich würde die Runde dann schließen. Wir haben heute einen großen Schritt gemacht, sind von der globalen Ebene zur lokalen gegangen. Ein wichtiger Schritt, der auch in Zukunft noch an ganz vielen anderen Orten auch gemacht werden muss und auch einer der schwierigsten ist. Darüber haben wir diskutiert. Es ist für uns alle, wenn wir durch diese Tür rausgehen, bestimmt in den nächsten Wochen sehr, sehr spannend, wie sich das Radgesetz bzw. Mobilitätsgesetz weiterentwickelt, inwiefern Klimaschutzerfordernisse darin eingebaut werden und Kriterium sind, wie die Weichen dort gestellt werden. Ich möchte mich ganz herzlich an das Podium und ans Publikum bedanken und beim Publikum bedanken und auch bei allen, die dieses Event hier ermöglicht haben durch die Zeit, die sie hier reingesteckt haben. Vielen, vielen Dank. Applaus